Ah, okay. Dann begrüße ich Sie und euch nochmal ganz herzlich. Wir hatten gerade Tonprobleme. War aber ganz gut, weil wir konnten eine kleine Generalprobe auch gut gebrauchen. Es fühlt sich doch ein bisschen anders an hier, Corona-konform mit viel Abstand und man fühlt sich so doch so ein bisschen alleine gelassen. Also ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Veranstaltung heute Abend, die den Titel hat Alltagsrassismus, Schubladen und Nadelstiche. Mein Name ist Anne Schibu und ich freue mich, dass wir gleich diskutieren. Ich darf als allererstes unseren Sozial- und Integrationsminister hier in Hessen begrüßen, Kai Klose. Ja, vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Sie auch sehr herzlich begrüßen als Veranstalter, auch dieser Diskussionsveranstaltung gemeinsam mit unseren Integrationsvertragspartnern der Bildungsstätte Anne Frank, in der wir uns auch hier heute befinden, dem Hessischen Jugendring, dem Deutschen Roten Kreuz und dem Verband der binationalen Familien und Partnerschaften. Ich freue mich sehr, dass so viele heute Abend zugeschaltet haben. Das ist für uns ja auch ein Novum. Eigentlich wollten wir mit Ihnen heute in einem möglichst großen Rahmen diskutieren über das Thema Alltagsrassismus im Rahmen einer Vernetzungskonferenz. Nun hat Corona dafür gesorgt, dass wir das ein bisschen anders machen. Umso mehr freuen wir uns über die vielen Zuschauer. Und zwar klar, wir wollen dieses Thema trotz Corona nicht verschieben, weil das ein Thema ist, was uns, glaube ich, allen unter den Nägeln brennt, uns in Hessen mit den Geschehnissen vom 19. Februar in Hanau, glaube ich, auch in besonderem Maße. Und deshalb freue ich mich wirklich sehr, dass wir heute zusammen sein können. Die Eskalation der Ereignisse hat uns, glaube ich, schon nochmal gezeigt, dass Rassismus uns alle betrifft, dass Rassismus überhaupt nicht bei physischer Gewalt anfängt, sondern dass Rassismus da beginnt, wo Menschen aufgrund ihres Aussehens, ihrer vermeintlichen Herkunft oder ihrer Religionszugehörigkeit ausgegrenzt oder diskriminiert werden. Und genau so wollen wir uns dem Thema auch nähern. Es gibt ja dieses Wort von der Rassismusamnesie, das die Historikerin Fatima El-Tayeb geprägt hat. Und damit ist gemeint, dass die Diskussion, die Theorie, die Bekämpfung von Rassismus inhaltlich eigentlich nicht wirklich weitergekommen ist. Und das kennen vor allem Betroffene, das kennen alle, die sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzen. Der Aufschrei der Gesellschaft nach offen rassistischen Ereignissen ist laut. Er verstummt aber auch relativ schnell wieder, bis eben zum nächsten rassistischen oder rechtsextremen Vorfall. Und deshalb müssen wir uns Rassismus als strukturellem Problem widmen. Und der fängt eben nicht erst dort an, wo rassistische Gewalt dann sichtbar wird. Deshalb, eine grundlegende Sache aus meiner Sicht ist es, die Dinge beim Namen zu nennen. In den 90er Jahren hat man ja noch von Ausländer- oder Fremdenfeindlichkeit gesprochen, nicht von Rassismus. Das scheinen wir jetzt überwunden zu haben. Wir sind eher in der Lage, auch zu sagen, was ist. Ich kann mich aber auch im Nachgang der Geschehnisse von Hanau erinnern, dass man den einen oder anderen überzeugen musste, es auch Rassismus zu nennen, denn das ist, was dort geschehen ist. Die Menschen, um die es geht, sind Teil unserer Gesellschaft. Sie sind weder Fremde noch Ausländer. Dennoch erinnere ich mich, dass eine Zeitung, die immer behauptet, hinter ihr stecke ein kluger Kopf, auch im Kontext von Hanau von einem fremdenfeindlichen Anschlag geschrieben hat. Gerade Hessen hat ja eine besondere Zuwanderungstradition. Hier sind mehr als 200 Nationalitäten zu Hause. Bei den Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 18 liegt der Anteil derer mit Migrationsgeschichte bei 49%, bei den unter 6-Jährigen sind wir über den 50. Und das zeigt einfach, dass die Widersprüche einer Gesellschaft, die sich als vielfältige Demokratie verstehen will, in der aber Rassismus, Diskriminierung und Benachteiligung trotzdem zum Alltag gehören, heute stärker bemerkt, benannt und bekämpft werden als noch in den 90ern. Und auch das ist gut so. Ich finde den Titel spannend, weil es nämlich vermeintlich klein anfängt, wenn ausgesetzt werden. Der eine bekommt die Wohnung nicht, weil er den falschen, Anführungszeichen, Namen hat. Andere werden wegen ihres falschen Aussehens
nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen oder sie werden an der Clubtür abgewiesen. Und unreflektierte Kommentare oder Fragen, die vielleicht als Kompliment oder Neugierde daherkommen, stellen die Zugehörigkeit des Gegenübers auch immer wieder in Frage. Und genau das ist, was wir meinen, wenn wir von strukturellem Rassismus sprechen. Mehr als die Summe individueller Erfahrungen. Und da setzen wir an, weil unsere Gesellschaft auf dem Versprechen gründet, dass die Würde jedes Menschen unantastbar ist. Und das heißt auch egal, wo er oder sie herkommt oder wie er oder sie aussieht. Deshalb geht Rassismus uns alle an. Deshalb müssen wir uns mit unseren eigenen rassistischen Vorurteilen und Bildern auseinandersetzen. Das ist manchmal alles andere als bequem, weil dazu gehört zu erkennen, dass jeder auch rassistische Vorurteile in sich trägt. Und Menschen, die keine eigenen Rassismuserfahrungen machen, sollten sich auch in die Lage versetzen, die Erfahrungen Betroffener trotzdem ernst zu nehmen. Genau dazu wollen wir heute Abend mit dieser Diskussion beitragen. Wir nähern uns dem Thema aus ganz verschiedenen Perspektiven. Wir wollen ergründen, wie sich Rassismus im Alltag äußert, was er mit Betroffenen macht und dann auch, was jeder von uns dazu beitragen kann, dass alle Mitglieder unserer vielfältigen Gesellschaft als gleichwertig anerkannt werden. Und deshalb, komme sozusagen zum Beginn zurück, freuen wir uns sehr, dass wir mit der Zivilgesellschaft diese Integrationsverträge geschlossen haben, die ganz verschiedene Aspekte abdecken. Und diesen Diskurs wollen wir vorantreiben, wir wollen den Austausch ermöglichen, wir wollen, dass allen, die in Hessen leben, die gleiche Teilhabe ermöglicht wird. Und dass wir es ernst meinen, sehen Sie unter anderem auch daran, dass der Hessische Integrationspreis in diesem Jahr zum Thema Gemeinsam gegen Rassismus vergeben wird. Wir bleiben also weiter dran, heute, darauf bin ich sehr gespannt, und auch in Zukunft. Herzlichen Dank. Vielen Dank Ihnen, danke für die schönen einführenden Worte und Sie haben ja auch schon einen ganz guten Überblick fürs Thema gegeben und ich freue mich, dass Sie auch heute sich die Zeit genommen haben, mit uns mitzudiskutieren. Ja. Wir sind nicht alleine, Herr Klose, sondern wir sind zu viert, zu fünft sogar, ich zähle mich selbst gar nicht mit, weil ich gar nicht so mit diskutieren werde, sondern eher fürs Fragenstellen zuständig bin. Ich freue mich sehr, Ali Can begrüßen zu dürfen. Jetzt schauen wir mal, ob die Kamera schnell genug auf dich drauf zoomen kann. Welche ist das? ich glaube, eine von diesen. Hi. Ali Can ist natürlich sehr vielen Menschen auch ein Begriff und genau, er arbeitet unter anderem als interkultureller Trainer und als Buchautor. Jetzt demnächst kommt auch das neue Werk raus. Das heißt, wie nochmal, Ali? Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Jetzt mit dem Gastbeitrag oder ansonsten ist das jetzt gerade erst rausgekommen. Ach, das ist jetzt gerade in der Bundeszentrale für politische Bildung ist das rausgekommen. Mehr als eine Heimat, wie ich Deutsch sein neu definiere, ist vor kurzem rausgekommen. Und du arbeitest aber schon wieder aktuell an dem nächsten, aber das ist noch dauert noch nicht, ein bisschen. Spruchreif. Genau. Dann neben Ali sitzt Hadice Haruna Oelker. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Journalistin, auch bei den neuen deutschen MedienmacherInnen aktiv, bei der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland aktiv. Und hier noch in unserer goldenen Mitte die Medienkritikerin Thuy-Dien Nguyen. Sie ist unter anderem bei Corentation aktiv und hat sich ganz intensiv auch mit dem Thema antiasiatischer Rassismus in Zeiten von Corona beschäftigt. Fangen wir doch gleich an bei dir. Und zwar würde mich interessieren, unsere Veranstaltung heißt Alltagsrassismus, Schubladen und Nadelstiche. Was bedeutet Alltagsrassismus für dich? Alltagsrassismus bedeutet für mich, also so weit, wie ich irgendwie zurückdenken kann seit meiner Kindheit, dass ich beschimpft werde mit bestimmten Beschimpfungen, die zielgerichtet an asiatisch gelesene Menschen sind, dass meine damaligen MitschülerInnen mir gesagt haben, ich dürfe diesen Stift nicht nehmen, um mich selber zu malen, weil ich doch gelbe Haut habe. Alltagsrassismus bedeutet aber auch für mich, dass ich immer wieder mit diesem rassistischen Stereotyp von ekligem Essen konfrontiert werde, dass ich als asiatisch gelesene Frau hypersexualisiert und fetischisiert werde. Und was eben
mit der Corona-Pandemie auch noch zusätzlich kommt, worüber wir aber, glaube ich, auch noch später reden. Aber das sind, glaube ich, so die Dinge, die prägsamsten waren und die mir auf jeden Fall als erstes so einfallen, wenn ich an Alltagsrassismus denke. Also ganz unterschiedliche Bereiche kann das betreffen. Ali, was ist Alltagsrassismus für dich? Ich kann mich da auf jeden Fall anschließen. Nun werde ich einer anderen Ethnie oder anderen Herkunft zugeordnet, aber die Dynamiken bei Alltagsrassismus sind gleich. Alltagsrassismus ist für mich immer Rassismus, also die vielen Kommentare, die Mechanismen dahinter, wie Menschen generalisiert, pauschalisiert und aufgrund einer entweder faktischen oder zugeschriebenen Herkunft abgewertet werden, die sind bei mir auch da. Das äußert sich in der Sprache zum Beispiel, aber auch wenn gewisse Zugänge erschwert werden. Für mich ist das aber immer auch ein gewalttätiger Akt. Also Alltagsrassismus klingt schon ein bisschen fast verniedlichend irgendwie, alltäglich. Das ist so, es passiert halt irgendwie im Alltag. Aber dahinter ist eigentlich etwas, was besonders Menschen trifft, die zu den anderen gezählt werden, die irgendwie subsumiert werden mit einem devianten, schlechten Verhalten oder einem Stereotypenverhalten in Verbindung gebracht werden. Und das schnürt mir die Luft zum Atmen. Also ich bin nicht nur Ali Jan, ich bin ein Ali, ich bin ein Schwarzkopf und da wird... da werden ganz andere Maßstäbe angelegt und das ist für mich eigentlich Gewalt. Gewalt auf meine Würde, Gewalt auf mein Individuum. Hadice. Ja, ist ja total interessant, was wir hier hören. Wir haben sozusagen die unterschiedlichen Stereotypen jetzt gehört. Jetzt könnte ich mich einreihen noch mit den Stereotypen über schwarze Menschen, von denen gibt es ja auch nicht wenige. Das beginnt, du hast es schon gesagt, bei Sprache, aber auch bei Vorstellungen, die man über schwarze Menschen hat, was sie alles sind, ob sie kriminell sind oder ob sie vielleicht auch ein bisschen dumm sind. Goldkettchen, behangene Drogendealer. Also ich glaube, ich brauche das gar nicht fortführen, weil was ich interessant finde ist, man könnte ja die Frage umgekehrt stellen. Was fällt dir ein, wenn du einen Schwarzen siehst, wenn du einen muslimisch gelesenen, einen asiatisch gelesenen Menschen siehst? Man könnte eine Umfrage machen und man hätte direkt ganz viele Bilder und ich glaube, den Zuschauern fallen die auch sofort ein und das ist Alltag. Für mich ist es auch, ich habe auch so dieses Gefühl von Verniedlichung und gleichzeitig würde ich das immer umdeuten und sagen, Alltagsrassismus heißt Alltag, jeden Tag, andauernd, kann es dir passieren. Und es gibt unterschiedliche Messlatten und unterschiedliche Arten und Weisen, wie Menschen damit umgehen. Das können die kleinen Momente sein, die nennt man dann wie Nadelstiche oder Microaggressions, die pieksen dich, die sind einfach permanent am Tocken. Oder es gibt die großen Sachen, die institutionellen Sachen, wenn wir über rassistisch motivierte Polizeikontrollen sprechen oder Ähnlichem, wo es dann wirklich noch wesentlich intensiver in deinem Leben sich einschneidet, weil du unter Umständen nicht wissen kannst, was später mit dir passiert. Danke schon mal. Herr Klose, sind eigentlich diese Mikroaggressionen, wie sie Hadice, Haruna, Ölker gerade genannt hat, im Bewusstsein der weißen Mehrheitsgesellschaft oder braucht es da noch mehr Zeit? Ich weiß gar nicht, ob ich in der Lage bin, das pauschal zu beurteilen. Das würde ich mir nicht anmaßen, aber ich glaube, das Bewusstsein in der Breite ist nicht sonderlich ausgeprägt. Es wächst beispielsweise auch durch Aktionen, wie Ali sie ja mit dem Hashtag MeToo angetriggert hat, wo einfach ein Bewusstsein geschaffen wird, auch dafür Menschen darauf aufmerksam gemacht werden, mit welchen teilweise ja auch unbewussten Stereotypen sie operieren. Und diese Frage, wie schaffe ich es, das Bewusstsein zu schärfen, auch für mein eigenes Handeln, auch für meine eigene Sprache, weil Sprache da ganz oft der entscheidende Schlüssel ist, ein Bewusstsein für die eigene Sprache zu haben. Da haben wir sicherlich noch eine große Aufgabe vor uns. Und da würde ich sagen, ich kann das mit Sicherheit nicht so umfassend beschreiben, wie es jetzt hier war. Aber ich kenne das aus eigener Erfahrung als schwuler Mann natürlich ein Stück weit auch, was das heißt, ohne dass ich es auf die ganz gleiche Stufe stellen will, das ist völlig klar. Aber diese Nadelstiche, die man erlebt und die eben viel damit zu tun haben, ich muss das in diesem Raum einfach auch sagen, weil hier ganz oft der Begriff Respekt auftaucht, ganz viel damit zu tun haben, dass Respekt nicht ausreichend gelebt wird, Bewusstsein nicht ausreichend da ist, da
haben wir, glaube ich, noch eine ziemliche Aufgabe, aber wir sind dran und ich glaube, auch solche Diskussionsveranstaltungen wie heute tragen dazu bei, dieses Bewusstsein zu schärfen. Das wäre jedenfalls mein Wunsch. Und was man ja tatsächlich sagen muss, es bessert sich ja schon ein bisschen. Also wir haben sehr viele dieser Diskussionen, Debatten in den letzten Jahren gehabt. Ja, und vielleicht ist es doch in das ein oder andere Bewusstsein bis jetzt schon mal hervorgestoßen worden. Schauen wir mal, ob wir mit der heutigen Veranstaltung auch noch was dazu beitragen können. Wir werden circa 1,5 Stunden miteinander diskutieren und das wollen wir auch gar nicht alleine, sondern Sie sind auch herzlich eingeladen, liebe Zuschauenden, mitzudiskutieren. Sie können Ihre Fragen stellen. Ich werde Sie zwischendrin auch immer mal wieder persönlich ansprechen und wir versuchen dann, möglichst viele Ihrer Fragen auch hier zu beantworten. Und wenn wir es nicht schaffen, auf alle Fragen einzugehen, bitte seien Sie uns nicht böse. Ich glaube, wir müssten dann hier mehrere Tage sitzen, um alle Fragen dann auch gebührend zu beantworten. Aber wir werden unser Bestes versuchen. Tui, wie ist es denn, was würdest du sagen, wie sich der Rassismus auf deinen Alltag auswirkt, beziehungsweise auch gibt es schon so Strategien, um auch rassistischen Situationen aus dem Weg zu gehen? Ja, also was mir einfällt, ist irgendwie versuchen, sich anzupassen. Also ich kann mich halt noch erinnern, irgendwie, also was ja auch unter anti-asiatischen Rassismus fällt, ist eben dieser Model-Minority-Mythos oder dieses Konzept von Vorzeigeminderheit, dass AsiatInnen oder asiatisch gelesene Menschen ja total gut integriert oder assimiliert, was auch immer sind, dass sie gut in der Schule sind, immer fleißig, nie wieder Worte geben und so weiter. Und irgendwie, als Strategie irgendwie versucht, dagegen anzukämpfen, eben diese Erwartungen nicht zu erfüllen, die Lehrkräfte und MitschülerInnen haben oder auch Mitmenschen. Oder irgendwie, wenn ich oder halt auch andere Betroffene in meinem Umfeld, wenn wir irgendwie Anzeige erstatten wollen bei der Polizei, dass wir eben nicht alleine hingehen, dass wir irgendwie, also so komisch, wie es halt auch klingt, aber dass wir eine weiße Person oder eine weiße männliche Person mitnehmen und dann eben gemeinsam zur Polizei gehen, damit uns irgendwie geglaubt wird oder so. Und als Schnittstelle von Rassismus und Sexismus halt auch als asiatisch gelesene Frau, da gibt es halt auch irgendwie Strategien, die man für sich findet oder die ich für mich gefunden habe, das halt irgendwie zu umgehen. Ja, das heißt, eigentlich kann man gar nicht in Freiheit leben, weil man immer noch mit den Hintergedanken alles erstmal abchecken muss. Ja, also was ich halt total oft von Betroffenen höre, aber was ich auch bei mir merke, ist, dass sofort so ein Schalter umgelegt wird und gedacht wird, okay, jeden Moment kann irgendwas passieren, egal ob verbaler Angriff oder körperlicher Angriff oder was auch immer, dass man sich so gefasst macht irgendwie, dass man direkt, also wie Achtstellung. Ja. Und das ist super stressig auch, also die ganze Zeit zu denken, so ich muss mich jetzt irgendwie mich vorbereiten und vielleicht kann ich mir schon mal was überlegen, was ich kontern könnte oder sagen könnte oder wohin könnte ich gehen, damit ich, weiß ich nicht, einfach allen Menschen aus dem Weg gehe oder so, sei es, keine Ahnung, eben nicht mehr den gleichen Bus zu nehmen, ja. Mhm. Ali, man hört schon raus, viele Sachen, die so, sage ich mal, auf der Festplatte im Hintergrund noch mitlaufen an Programmen. Wie beeinflusst denn diese rassistischen Erlebnisse unseren Alltag und vor allen Dingen auch unsere Identität und unser Zugehörigkeitsgefühl? Ja, das kann sich ganz unterschiedlich auswirken. Das hängt auch tatsächlich von anderen Faktoren ab. Also wenn wir jetzt über Strategien reden, dann könnte man meinen, dass jeder Mensch vielleicht so eine Kapazität hat, sich Strategien auszudenken. Aber zwei Sachen sind dafür wichtig. Das eine ist, hat man die Kapazität dafür, damit umzugehen? Also es gibt Menschen, die so von Hass betroffen sind oder so traumatische Erlebnisse machen, dass sie dann einfach auch ausgenockt sind, was diese Themen sind und eben das verdrängen wollen. Also gar nicht die persönliche Kraft mitbringen oder das empowernde Umfeld haben oder halt in einer Umgebung leben, in dem es nicht diese Angebote gibt oder die Akteure. Das
das ist sehr wichtig. Und dann sind es halt auch soziale Fragen. Also wenn ich jetzt an FreundInnen denke, die hart arbeiten müssen, die haben halt nicht die Möglichkeit, Strategien sich auszudenken, weil sie einfach vielleicht an dem Job festhalten müssen oder weil sie in der Uni sind und angewiesen sind auf die oder den ProfessorInnen. Und das sind halt so Sachen, die muss man auch im Blick nehmen. Und eine weitere, wo wir gerade bei Strategien waren, ist auch vielleicht wichtig zu sagen, wir bewegen uns schon in einem Umfeld, in dem wir mit Menschen sind, die sehr sensibilisiert sind. Auch das ist eine Strategie. Aber auch dafür braucht man irgendwie ja auch Zugänge, man muss sich irgendwie hocharbeiten und man muss sich vieles aneignen und diese Plätze aufsuchen. Und viele andere kennen das einfach nicht. Also meine Cousins und Cousinen, die leben in ihrem Alltag und nehmen vieles hin. Deine Frage war ja, wie wirkt sich das aus? Und viele nehmen das einfach hin. Also selbst Verwandte von mir, die haben ältere Verwandte zum Beispiel hier aus Hessen, das passt ganz gut, weil wir uns gerade hier in Frankfurt befinden, die haben mir immer gesagt, als ich so im heranwachsenden Alter war und mich so langsam gefreut habe auf 16 sein und oder 18 und dann bald in Clubs und ausgehen und so. Ich wurde immer großgezogen mit, und in Clubs kommst du nur mit Frauen rein oder wenn du in einer gemischten Gruppe bist, solche Kommentare oder wenn du am Bahnhof bist, dann pass auf. Das sind alles so Kommentare, mit denen man groß wird. Und das macht natürlich dieses latente Gefühl, das hatten wir gerade schon. Also wenn ich an einem großen Platz bin und einen Rucksack dabei habe, überlege ich dreimal, ob ich den wirklich auf den Boden abstelle, um rein irgendwie zu kramen oder ob ich mein Hungergefühl ein bisschen bremsen kann und später irgendwie meinen Rucksack aufmache und reingucke, ob ich da was habe. Mir ist sogar schon mal passiert, dass in so einer Situation ich kontrolliert wurde. Also es ist tatsächlich auch eine erfahrungsbasierte Äußerung jetzt und nicht nur, ja, das passiert mal, sondern das sind wirklich Geschichten aus dem Leben. Und es gibt bei den Auswirkungen auch eben so Schließungstendenzen, würde ich sagen, bei MigrantInnen. Nicht wenige, wenn ich in Schulen Lesungen mache, entnehme ich auch so eine Art Blockade, dass sie dann halt sagen, naja gut, wenn wir von außen immer wieder signalisiert bekommen, dass wir Türken sein, Kurden sein, dass wir anders sein, dass unser Hemd komisch sei, dass unser Essen, das Lamajun, was ich mitbringe von zu Hause, dass das irgendwie nach Knoblauch riecht. Und wenn ich immer wieder von außen mitbekomme, dass das ja komisch sei, dann bleibt man unter sich. Also auch diese Schließungstendenz ist eine legitime Reaktion. Ich sage nicht, dass sie schön ist, aber es ist verständlich, dass Menschen sich auch vielleicht dann eher untereinander bleiben. Und das, was Tui schon auch gesagt hat, und dann gibt es wiederum dieses Mustermigrant-Syndrom. Ich hatte auch diesen Titel mal, der Migrant des Vertrauens. Es war genau so ein mit Augenzwinkern gemeint, dass man letztlich versucht, das zu erfüllen, damit man ja nicht irgendwie so komische Blicke erntet, damit man gut rüberkommt. Ich bin fast Messdiener geworden. Und immer, wenn ich das dann bei FreundInnen erzählt habe, habe ich dann immer gemerkt, wie alle mit offenen Armen sich für mich interessiert haben. Und das war ganz anders. Aber wenn man dann irgendwie sich nicht anpasst, dann wird man auch noch geothert. Also das ist auch immer so ein schmaler Grat. Das sind so, also es ist immer ein Dilemma, was man auch tut. Man ist immer irgendwie anders und versucht, zwei Welten miteinander zu kombinieren. Letztlich würde ich sagen, dass das uns immer begleiten wird, dieses Thema. Also ob wir jetzt professionell dazu arbeiten oder privat, wir sind in einer Gesellschaft, die rassistisch ist. Und wir werden diese Themen sehr lange mit uns tragen. Manche erkranken daran, manche kriegen keine Jobs, manche kriegen keine Wohnungen. Also es hat auch Auswirkungen auf die soziale Frage in einem Leben. Und gerade da müssen wir hinhören und müssen Netzwerke stärken, Empowerment-Netzwerke schaffen und dafür sorgen, dass Menschen möglichst die gleiche Teilhabe haben. Jetzt leben wir schon seit einem halben Jahr in der Pandemie. In der Corona-Pandemie, Corona, Tag und Nacht, ne, Herr Klose. Sie haben auch nur noch das eine im Kopf, nur noch Corona. Und habe ich es vorhin schon mal angesprochen, Tui, dass du dich sehr intensiv damit beschäftigt hast, auch gerade bei Quarantation, wie die Medien diesen anti-asiatischen Rassismus jetzt auch in Corona reproduziert haben. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie sich der Rassismus verändert hat jetzt durch Corona. Ja, also alles, die ganzen Erscheinungsformen und Merkmale von anti-asiatischen Rassismus sind auch geblieben. Und was jetzt noch zusätzlich dazu kommt mit der Corona-Pandemie, ist eben diese Schuldzuweisung an chinesische Menschen und an alle, die als solche wahrgenommen werden, also an alle
ostasiatisch und südostasiatisch gelesene Menschen. Und da kommt dieses rassistische Stereotyp von ekligem Essen und unhygienisch und so weiter halt auch wieder hoch. Was jetzt in der medialen Berichterstattung zu finden ist, seit Januar 2020, ist eben, dass wenn über Corona berichtet werden, dass es, also ich fange nochmal von vorne an. Es gibt zum Beispiel bestimmte Text-Bild-Verknüpfungen, die aber anti-asiatischen Rassismus schüren. Zum Beispiel ist es die gelbe Gefahr. Genau. Zum Beispiel, ne? Der Spiegel-Cover zum Beispiel. Da war ein Cover von einem Spiegel-Magazin mit Coronavirus made in China. Auch noch in der Schrift in Gelb mit der Assoziation eben zur gelben Gefahr. Dann gibt es eben unsachliche Text-Bild-Verknüpfung. Also da gab es zum Beispiel auch einen Spiegelartikel, da ging es um die Infektionszahlen im Ort Gangelt im Kreis Heinsberg und dann wird aber eine Straßenüberquerung in Tokio in Japan genommen. Oder auch ganz klassisch werden rassistische Stereotypen reproduziert. Also wo kommt der Coronavirus her? Und dann wird ein Bild genommen mit asiatisch gelesenen Menschen am Esstisch. Und durch solche Text-Bild-Verknüpfungen werden halt anti-asiatischen Rassismus reproduziert und weiter geschürt, weil eben immer die Assoziation geweckt wird, diese Auswirkung, sei es wirtschaftliche Auswirkungen, sei es Infektionszahlen, sind passiert, weil diese Menschen. Und das wirkt sich ja auch auf den Alltag aus, ne? Also es geht von den Medien auf die Straße. Du hast mir im Vorgespräch da auch so ein paar Beispiele erzählt, was asiatisch gelesenen Menschen da auch für wirklich unglaubliche Dinge passiert sind. Vielleicht kannst du da auch nochmal ein Beispiel nennen. Ja, also asiatisch gelesene Menschen werden halt vorher auch schon, aber auch jetzt seit der Pandemie verbal und körperlich attackiert. Verbale Beschimpfungen, die auch mit dem Wort Corona oder Virus zu tun haben. Menschen oder asiatisch gelesene Menschen werden angegriffen, angespuckt, mit Desinfektionsmittel besprüht, geschubst, geschlagen. Asiatisch gelesene Menschen werden in Arztpraxen nicht mehr behandelt oder es wird verweigert. Betroffene können keine Prüfungen mehr an Hochschulen oder Universitäten machen. Die Polizei nimmt viele Anzeigen nicht ernst und nehmen die dann nicht an. Und wenn doch, dann werden viele Fälle fallen gelassen und nicht weiter verfolgt. Das sind so zum Beispiel einige Beispiele, die viele Betroffene geschrieben haben, also sei es unter dem Hashtag Ich bin kein Virus, sei es an Beratungsstellen oder die uns im Umfeld irgendwie mitgetragen werden. Also du hast mir das ja im Vorgespräch gesagt und ich sag mal, ich bin ja eigentlich schon drin in dem Thema, aber ich war echt baff, ja. Also vor allen Dingen diese Story, dass da die eine Frau mit Desinfektionsmittel übergossen wurde, also das kann man sich irgendwie nicht im schlimmsten Albtraum ausmalen, dass wirklich Menschen zu sowas fähig sind. Hadija, was würdest du sagen, wie anders trifft Corona auf nicht weiße Menschen oder auf Menschen mit Einwanderungsgeschichte? Das werde ich gerne beantworten. Ich finde es ganz interessant, diese Verbindung sich nochmal klar zu machen, dass wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der Rassismus kein Thema ist, dann sind diese ganzen Einzelerfahrungen, die wir jetzt gerade ja auch gehört haben, die sind so unfassbar unglaublich, aber sie sind ja Teil einer großen Erzählung, die heißt, dass das ist Rassismus und das ist der Alltag. Für mich ist das jetzt wichtig zu sagen, weil wir machen ja jetzt so Gruppen auf und am Ende des Tages geht es ja um Menschen und sie haben unterschiedliche Merkmale und bekommen deswegen machen deswegen ihre Erfahrungen aufgrund dieser Merkmale und der Zuschreibung, die schon alt sind. Und wenn du jetzt nach anderen Gruppen fragst oder nach der Gruppe nicht weißer Menschen, dann ist es ja auch eine sehr vielfältige Gruppe, sehr unterschiedlich.
Aber wenn man jetzt konkret mal ein Beispiel herausnehmen würde oder zwei, dann können wir natürlich über die USA reden. Wir nehmen das Beispiel schwarze Menschen in den USA und Corona. Wir wissen, dass das auch verknüpft ist mit einem Klasseproblem. Also arme Menschen haben nicht so viel Zugang zu medizinischer Versorgung. Arme Menschen haben keine Krankenversicherung. Das sind alles Gründe, warum die Zahlen in den USA jetzt als Beispiel... Können nicht ins Homeoffice. Können nicht ins Homeoffice, weil sie Jobs haben, prekäre Jobs, die sie in Kontakt bringen mit vielen Menschen. Das sind alles Gründe in diesem Kontext USA. Jetzt könnte man sagen, wie ist das in Deutschland? In Deutschland ist das Nicht-Weiß dann beispielsweise bezogen auf muslimisch gelesene Menschen. Und ich erinnere an einen Fall, ich glaube, es war in Göttingen, als in einem Hochhaus ein Corona-Ausbruch war und es sehr schnell hieß, eine vermeintliche muslimische Roma-Familie wären die Superspreader gewesen, weil sie das Zuckerfest gefeiert hätten. Und das hat sich sehr schnell verbreitet. Ebenso ein auch bekanntes Bild, dass einer der Superspreader in einer Shisha-Bar unterwegs gewesen sei. Und wir kennen das Klischee und die rassistische Problematisierung von Shisha-Bars und wozu das in Hanau geführt hat, um dann am Ende, wer dann weiter recherchiert hat oder wer dran geblieben ist an dem Fall, herauszufinden, dass eine Woche später, dass es ein Mann war, der sich nicht an Corona-Bedingungen gehalten hat. Aber was in der Welt war und vielleicht sogar noch viele Menschen begleitet, ist eben diese muslimische Großfamilie, ist ja klar, dass die feiern und nicht aufpassen. Also deswegen ist es so, dieses Nicht-Weiß auch nochmal in so einem Kontext von, wer erlebt Rassismus in Deutschland, und das bedeutet, Weiß und Schwarz sind ja auch Kategorien und sind nicht unbedingt das wirkliche Hautfarbenverständnis. Es ist einfach die Lebenserfahrung, die Menschen machen. Und dann, wenn man sie auseinanderdividiert, und das wäre ja auch wichtig, wenn man sich mit Rassismus beschäftigt, dass man differenziert und guckt, wo findet er überall statt, in welchen Sphären und welche Auswirkungen hat er für die Menschen. Und am Ende sind die immer gleich, weil die Gewalt, die in dir das münden kann, die haben wir auch bei muslimisch gelesenen Menschen, die haben wir bei schwarzen Menschen, weil wenn Menschen durch Wörter, Bilder, Sprache, Text-Bild-Verknüpfungen immer wieder in einer Wiederholung, in einem Framing sind, dann begegnen sie Menschen draußen, und die Hass in sich tragen, der vielleicht auch geschürt wird, der wandelt sich unter Umständen in Gewalt um. Wir hatten auch noch die Schuldzuweisung bei Tönnies gegen die osteuropäischen ArbeiterInnen. Und wir haben natürlich auch, ganz aktuell natürlich Moria, und das finde ich auch wichtig. Also es ist gerade, wir sind in so einer hochbrisanten Phase, wie jetzt diese Geschichte erzählt wird. Also es gab eine Brandstiftung, wir wissen nicht, wer die Brände gelegt hat, aber wir haben jetzt schon zwei Erzählungen. Und die eine Erzählung ist, die armen Geflüchteten, sie haben kein Zuhause mehr, sie hatten vorher schon kein Zuhause, sie wurden auf engstem Raum, 12.000 auf einem Platz für 3.000, eingepfercht. Sie sollten sozusagen, als dann der Corona-Ausbruch kam, eingekesselt werden, was sie eh schon waren. Das war ein Konflikt, über den wurde ja gar nicht viel berichtet. Mhm. Und jetzt diese Brände, und jetzt gibt es die zweite Erzählung, und das sind die griechische Bevölkerung, die jetzt natürlich überfordert ist mit den Menschen, die keine Unterkunft haben. Das kann man an sich erstmal verstehen, aber was ist die Lesart? Und jetzt kann man, und ich würde mal darauf achten, wie in der Zukunft die Berichterstattung läuft, wer sind Schuld und Schuldiger? Ob es da eine Verdrehung gibt, ob diese Geflüchteten, die ja schon seit 2015 ein bestimmtes Label erfahren, inwiefern sie jetzt erzählt werden, ob sie am Ende selber schuld sind, dass es ihr Geflüchtetenlager nicht mehr gibt. Ich meine das nur, weil es ist noch ganz frisch, aber wenn man ein bisschen kritische Medienschau betrachtet, dann gibt es einfach zwei Lesarten. Aber man sollte dann immer zurückgehen, was war die Vorgeschichte? Wie fing alles an und worüber wollen wir eigentlich sprechen, wenn wir jetzt über Moria sprechen? Mhm. Danke, Hadija. Herr Klose, Sie haben gerade öfter mal genickt oder gesagt, ja, wie ist Ihre Einschätzung dazu? Ja, wir sind ja jetzt, wenn man nochmal auf den Titel der Veranstaltung zurückschaut, in dem Bereich auch Schubladen. Ne? Welche Schubladen werden da aufgemacht, wo werden Leute reingesteckt? Ich kann mich sehr gut erinnern, ich glaube, es war der 30. Januar, da haben wir in Frankfurt den ersten Evakuierungsflug aus Wuhan gehabt. Begrüßt am Flughafen. Und damals wurden ja die Menschen extra in ein eigenes Zentrum gebracht. Alle wurden abgestrichen, man hat sie untersucht. Was mich erschreckt hat, war, in welchem Tempo, und da greife ich das auf, was Frau Nürn auch erzählt hat, in welchem Tempo es dann passiert ist, dass wir
diese Erzählungen gehört haben von Menschen, die, sobald ein asiatisch gelesener Mensch ein S-Bahn-Abteil betreten hat, dieses S-Bahn-Abteil verlassen haben. Das ging, ich würde sagen, es hat keine Woche gedauert. Ich kann mich erinnern, dass ich Anfang Februar dazu auch ein Pressestatement gemacht habe, weil diese Verknüpfung nach dem Motto, die sind schuld an Corona, das kommt von da, oder die haben es erfunden. Das war ja auch mal die Erzählung, es wurde eigentlich irgendwie in China gezüchtet. Die war in wenigen Tagen da, vielleicht sogar in wenigen Stunden, und wurde aber immer weiter reproduziert. Mhm. Und zwar relativ unreflektiert, und das finde ich in der Tat auch spannend, wenn ich da auch nochmal eine Parallele zu vielen Jahren vorher herstellen darf, wenn wir an HIV denken und dieses Label als Schwulenseuche, jetzt bringe ich das zweite Mal, aber es passt zu dieser Erfahrung einfach, dann war hier wieder eine ähnliche Zuschreibung zu einer Gruppe, weil man nach Schuldigen gesucht hat, die man blamen kann und wo man dann sagt, würden die dieses Schuppentier nicht essen, sozusagen, dann wäre das alles nicht passiert und wir hätten jetzt das ganze Problem nicht. Bei Ebola halt waren es die schwarzen Menschen. Exakt, das ist exakt das Gleiche. Und das zu hinterfragen, zu erkennen, zu hinterfragen und dem auch entgegenzuwirken, das ist, glaube ich, eine spannende Frage. Und will das auch aufgreifen, was Frau Haruna-Oelker gesagt hat. Die Erzählung ist ja heute teilweise schon reproduziert worden. Wie können die ihre eigenen Unterkünfte anstecken? Was ist das eigentlich für eine Idee? Also die Menschen sind ja dort, die leben da ja nicht irgendwie in Reihenhäusern, sondern in absoluten Notunterkünften, sowieso schon auf viel zu beengtem Raum, zusätzlich noch in der Quarantänisierungssituation ganz schlecht versorgt. Mal völlig egal, also mir persönlich ist völlig egal, warum jetzt dieses Feuer ausgebrochen ist. Entscheidend ist doch, dass Tausende von Leuten, die unschuldig sind, davon betroffen sind. Und dass wir die verdammte Pflicht haben, an der Stelle zu helfen. Die haben wir schon viel länger, aber wer es jetzt noch nicht kapiert hat, dem kann ich auch nicht mehr helfen, weil darauf einen Blick zu haben, die sind ja selbst schuld, sollen sie mal sehen, wo sie bleiben, finde ich ziemlich erbärmlich. Ja, und der Gedanke, dass zum Beispiel durch einen Unfall sowas passieren kann, der kommt den meisten Menschen nicht. Das hatte ich nämlich jetzt letztens auch nochmal gehört, dass ja viele auch an einem offenen Feuer zum Beispiel ihr Essen zubereiten müssen und es an dem Tag auch sehr windig war. Könnte auch sein, dass tatsächlich das Feuer dann einfach auch übergeschwappt ist oder so. Aber es wird direkt davon ausgegangen, dass dann Mutwillige und vor allen Dingen auch dieses Unverständnis, wie können die nur, könnten doch dankbar sein. Ja, was ich interessant finde an diesem Beispiel, aber auch an dem Corona-Beispiel in Bezug auf asiatisch gelesene Menschen ist, es werden immer Massen, also es wird von der menschlichen Geschichte nicht mehr gedacht. Also es sind die Massen an Geflüchteten, jetzt entmenschlicht man sie noch, man am besten macht man sie noch zu Tieren, zu wilden Tieren, die werden jetzt auch die Corona infiziert waren, gesucht, die haben sich versteckt. Also in der Sprache liegt so viel Inszenierung und das hat man ja auch bei Corona kommt aus, made in, wer sind die? Wer sind diese Menschen? Was erleben die? Diese Geschichten werden viel zu selten erzählt. Also wir hatten eine Zeit lang, da war die Geschichte der Einzelleben, also dieses Verstehen, was ein Geflüchteter erlebt, Verstehen, was eine Menschen mit Rassismuserfahrung besteht. Das haben wir ja jetzt wieder im Rahmen dieser Black Lives Matter-Debatte, aber wir hatten es ja auch zum Beispiel weniger nach Hanau. Ein Grund ist sicherlich, dass Corona dazwischen kam und vieles weggeschoben hat. Aber auch da musste man ja erstmal wieder darauf plädieren, zu sagen, über wen reden wir? Welche Geschichte ist es wichtig zu erzählen? Nicht die Geschichte des Täters, sondern die Geschichte der Opfer. Und es scheint mir ein großer Reflex da zu sein, eher die Geschichte des plakativen, des Sensations
Dings zu erzählen, als das, was einen wirklich berühren könnte, weil dann müsste man sich ja damit auseinandersetzen. Man hätte sich, wenn man in Hanau mehr auf die Opfer schaut, auch heute noch im Übrigen, weil es gibt ja Folgen des Anschlags, aber dann müsste man sich mit dem Leben dieser Menschen beschäftigen. Man müsste sich mit dem Leben asiatisch gelesener Menschen in Zeiten von Corona beschäftigen. Man müsste sich mit dem Leben muslimisch gelesener Menschen beschäftigen in all den Zeiten, in denen wir hier seit 9/11 einen wachsenden antimuslimischen Rassismus hatte. Und man müsste sich mit Sinti und Roma und mit schwarzen Menschen beschäftigen, wo der Rassismus einfach ein niedrigschwelliger ist, seitdem wir Kolonialismus und den Zweiten Weltkrieg haben. Und ich, wenn wir jetzt schon die Aufzählung machen, dann nehmen wir den Antisemitismus auch dazu. Natürlich andere Menschenfeindlichkeiten auch. Deswegen finde ich es ja gar nicht so falsch, was Sie sagen, zu sagen, wenn wir unter dem Begriff Menschenfeindlichkeiten die Strukturen angucken, dann gibt es so viele Überschneidungsformen. Das heißt, eigentlich geht es so viele Menschen an. Man könnte sagen, lasst uns doch hinschauen. Es geht uns alle an. Das ist nicht nur das Problem der einen Gruppe und der anderen. Hinschauen kann man ja zum Beispiel, wenn man sich die Hashtags anschaut. Du hast gerade schon gesagt, der Hashtag Ich bin doch kein Virus, ja, wo dieser Anti- oder Ich bin kein Virus, ohne doch, Ich bin kein Virus, wo eben dieser anti-asiatische Rassismus in Bezug zu Corona, da Erfahrungen geteilt wurden. Das war, glaube ich, ja nicht nur in Deutschland, ne, sondern auch in anderen Ländern. Genau, ich meine, das hatte den Ursprung in Frankreich oder im französischen Sprachraum und ist dann auch ins Englischsprachige ja, rübergekommen, dass englischsprachige Menschen da auch ihre Erfahrungen geteilt haben und eben auch ins Deutsche mit Ich bin kein Virus. Ja. Mhm. Dann hatten wir natürlich die Hashtags Black Lives Matter und auch schon vor ein paar Jahren der Hashtag MeToo, also Two wie zwei geschrieben. Liebes digitales Publikum, jetzt sind Sie dran. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, ob Sie auch schon mal Erfahrungen über einen Hashtag geteilt haben. Wenn ja, welche? Wie waren die Reaktionen darauf? Und wenn nein, warum nicht? Vielleicht ist das gar nicht Ihr Ding und Sie sagen, um Gottes Willen, das muss ja nicht die ganze Welt wissen, was ich so in meiner Freizeit erlebe. Also würde mich mal interessieren, also schreiben Sie es uns bitte in die Kommentare. Ali, dein Hashtag MeToo war ja äußerst erfolgreich, letztendlich auch so deine berufliche Karriere, sage ich mal, hat ja auch sehr davon da Früchte getragen und es ist viel durch die Medien gegangen. Jetzt, wenn du nochmal so drauf blickst, ich finde ja ein bisschen, wie viele Hashtags braucht es noch? Wir haben ja eigentlich schon MeToo erlebt. Nun, jeder Hashtag hat ja eine Geschichte, also es ist nicht mein Hashtag, weil die kann man nicht wirklich haben, sondern es ist einfach, man denkt sich irgendwann etwas zur richtigen Zeit aus und man weiß, die Gemüter sind gerade, haben keinen Bock mehr und haben satt, sich immer wieder was anhören zu müssen und dann passt es gerade und eigentlich ist es eine kollektive Leistung. Und wie viele Hashtags braucht man noch? Das ist wirklich eine gute Frage, weil ich bin tatsächlich der Meinung und die habe ich erst auch seit einigen Monaten, das, was unter Hashtags passiert, das spielen wir immer so runter, aber das ist so eine Zuarbeit, so eine große Leistung für das kollektive Bewusstsein in diesem Land. Denn so ein Hashtag, der bündelt ja Beiträge. Also man kann unter Hashtag Hitze ganz viele Beiträge zusammenfassen, nicht so von Belang. Aber wenn Menschen über ihre intimsten Erfahrungen, wo sie existenziell bedroht sind oder richtig benachteiligt werden, die posten, also wirklich sich entblößen, und andere das auch machen, dann haben wir einen Fundus. Also wenn wir jetzt Alltagsrassismus, das können die ZuschauerInnen ja auch mal tun, bei Ecosia eingeben, dann kommen da Beispiele. Und irgendwann taucht auch neben Hashtag Black Lives Matter, Hashtag Schau hin, auch Hashtag MeToo, ich zwei auf. Und dann können sich Menschen ein Bild davon machen. Und das heißt, wir haben da Erzählungen und Geschichten, auf die wir uns berufen können. ForscherInnen können anhand dieser Geschichten Auswertungen vornehmen. Bei Hashtag MeToo war das so, das hat mich selber tatsächlich damals sehr überwältigt, was da passiert ist. Aber es hat mir eins gezeigt, nämlich, dass man in Deutschland es tatsächlich satt hatte, dass Rassismus sich zwar, also dass das sehr schnell aufkommt, aber häufig genauso schnell wieder unter den Teppich gekehrt wird. Das hat man bei Boateng mit dem rechten Gauland gehabt, bei anderen Themen davor auch schon. Es war nie wirklich so ein ganz langer Raum da. Und Hashtags erfüllen zu unterschiedlichen Zeitpunkten eine unterschiedliche Rolle. Der Zweck oder das, was Hashtag MeToo, ich zwei, dem Rassismusdiskurs gebracht hat, unterscheidet sich ganz stark von dem, was Black Lives Matter geschafft hat. Bei Hashtag MeToo war ein sehr breit gefächertes Spektrum an Menschen beteiligt und es hatte zwei sehr wichtige Funktionen. Das eine war untereinander.
wir haben uns gebondet. Da haben Menschen, die asiatisch gelesen werden, mitgeschrieben, da haben Schwarze mitgeschrieben, da haben Menschen geschrieben, die türkeistämmig sind. Wir haben sehr, sehr viele Menschen, die immer wieder von Alltagsrassismus betroffen sind, haben geschrieben. Und das habe ich dann später auch in einem Buch verarbeitet, als ich Menschen gefragt habe, ob es der Rassismusforscher Karim Feraidoni ist, ob es Aladin Elmafalani ist, ob es andere AktivistInnen sind. Was hat euch das gebracht? Was war das Schöne daran? Und alle haben gesagt, das hat uns gezeigt, dass wir nicht alleine sind, dass wir alle diese Erfahrungen machen. Und wir haben das erste Mal geschafft, über Wochen und tatsächlich Monate hinweg Raum einzunehmen in den Medien und darüber zu reden. Also es war erstmal eine Aktion für uns. Das heißt, wenn wir über Rassismus reden oder die Bekämpfung von Rassismus, denken wir immer, wie können wir Rassismus minimieren? Aber was ist mit denen, die Rassismus erfahren? Und da können Hashtags auch eine ganz große Funktion haben, indem man sich untereinander empowert und schaut, wo gibt es Muster, wo gibt es ähnliche Baustellen. Und das andere ist, was es gebracht hat, ist eben diesen Raum einzunehmen, dass wir uns länger getraut haben, darüber zu reden. Und was weiße Menschen gemacht haben in der Zeit, das habe ich dann selber gelernt. Also ich habe durch die Bewegung selber so viel gelernt. Ich komme ja aus einer anderen, eher so, versucht immer eher mit den Besorgten zu reden, versucht immer so zu überlegen, was kann ich denn tun, um sozusagen Berührungsängste abzunehmen. Also immer so auf Begegnungen, Dialog gepocht gewesen. Das ist so eine Facette meines Engagements. Und was ich aber durch Hashtag MeToo gelernt habe, war, wie dann nicht Betroffene Raum gegeben haben. Also da haben JournalistInnen Artikel veröffentlicht, die sind immer noch online, die heißen sowas wie Hört doch mal zu, oder lest mal, und da waren ganz viele beteiligt und haben so Raum gegeben. Und das ist auch sehr wichtig in Rassismusdiskursen. Black Lives Matter zum Beispiel war wieder nochmal einen Schritt weiter. Das war die Basis bei MeToo und dann ging man noch weiter. Und bei Black Lives Matter hat die Gesellschaft, die nicht betroffen ist, nicht nur gesagt, hört zu, sondern gefragt, was hat das mit mir zu tun? Plötzlich trendieren Hashtags wie Critical Whiteness. Plötzlich geht es um weiße Zerbrechlichkeit, um weiße Tränen. Das sind alles so Begriffe, die gab es bei Hashtag MeToo nicht so präsent. Also das heißt, die Hashtags und die Bewegung bauen aufeinander auf und das müssen wir auch immer sehen. Also das heißt, nicht nur einzeln zu betrachten, sondern auch immer in dieser Gesamterzählung zu sehen, wie emanzipieren wir uns denn eigentlich? Und da müssen wir auch an uns denken. Und ich hatte den Fundus-Charakter schon erwähnt, das heißt, wir können dort Erfahrungen nachlesen, aber auch Leute arbeiten damit. Also wie viele LehrerInnen haben mir geschrieben, wie viele Studierende, ForscherInnen, die mich interviewt haben, um darüber ihre Arbeiten zu schreiben. Also auch dieser Diskurs auf Forschungsebene geht immer weiter. Das gleiche bei Black Lives Matter und bei anderen Hashtags. Das wird ja verarbeitet und das ist auch die Basis, damit wir uns sozusagen berufen können, damit wir besser argumentieren können, damit wir die Stirn bieten können, damit wir nicht mehr nur als die zugewiesenen Underdogs agieren, sondern uns Raum erarbeiten, Prestige und Expertise und mitreden auf Augenhöhe. Denn darum sollte es gehen. Letztlich wollen wir doch von Rassismus freikommen. Es gibt Stimmen, die sagen, wir werden niemals rassismusfrei. Das ist einfach, wir sind so internalisiert davon, das schaffen wir nicht. Aber dann geht es wenigstens darum, dass die Menschen, die betroffen sind davon, immer weniger betroffen sind, dass sie nicht mehr krank werden am Rassismus, dass sie nicht mehr daran sterben, sondern dass sie eben auch Macht bekommen. Und diese Hashtags und die Geschichten, die daraus passieren, die Diskussionen in Redaktionen, die Ministerien, die sich damit beschäftigen, die überlegen ja, wie sie dann Rassismusbetroffene viel stärker einbinden können, weil da sind dann plötzlich Geschichten im Raum. Und das führt dann, wenn man ein bisschen weiter denkt, irgendwann zu einer Machtverteilung. Weil die Menschen, die betroffen sind und die diese Geschichten erzählen, die wollen ja auch irgendwo hin. Also man möchte ja nicht nur Betroffenheit oder Racism-Porn, sondern man möchte ja auch wirklich mehr Rechte, man möchte mehr Zugänge. Und am Ende geht es darum, dass man die eigenen Wünsche, den eigenen Willen noch mehr durchsetzen kann gegen immer weniger Widrigkeiten. Das ist die Definition von Macht. Und das ist die Frage, bekommen wir auch mehr als nur Betroffenheit? Denn genau bei der Black Lives Matter-Debatte hier in Deutschland war das ja einer der großen Kritikpunkte, dass schwarze Menschen gesagt haben, Mensch, wie oft sollen wir uns noch nackig machen und unsere rassistischen, traumatisierenden Erfahrungen mit der ganzen Welt teilen. Hadija, was würdest du sagen? Kriegen wir denn mehr als Betroffenheit? Ich würde Ali folgen im Sinne von, dass man immer auf eine Erzählung gucken sollte und auch im Rückblick, also vor MeToo gab es Schauhin, es gab sogar noch Campusrassismus, also sozusagen Einzelzweige. Was ich wichtig finde, du hattest es gerade schon angesprochen, Racism-Porn, Rassismus-Porno, also dass es dieses Mal auch noch ein Wunsch gab,
aus dieser empowernden Gemeinschaft, die sich quasi über Jahre im Netz selbst bestärkt hat. Empowerment bedeutet ja Selbstbestärkung, Strategien finden, du hattest vorhin danach gefragt, weil tatsächlich, ich glaube, von Rassismus betroffene Menschen nicht unbedingt davon ausgehen, dass er morgen vorbei ist. Das heißt, immer mehr Leute mitnehmen auf diesem Weg, einen individuellen Weg für sich zu finden, der sehr unterschiedlich sein kann und der nicht immer in Aktivismus führt und der auch nicht immer dazu führt, dass man auf Panels sitzt, sondern manchmal einfach nur dazu führt, dass man ein einigermaßen gutes Leben leben kann. Und in deiner Frage, die Rassismus-Porno ausdrückt, dieses ich habe keine Lust mehr zu erzählen, was mir passiert ist, lies es einfach nach, liegt auch der Entwicklungscharakter. Man kann es nämlich jetzt nachlesen. Es gibt Bücher, die veröffentlicht wurden, ob von Ali oder vielen anderen AutorInnen. Und wir haben eine wachsende Generation, das jetzt mal aus so einer Altersperspektive betrachtet, wir hatten vorhin die Zahlen von Ihnen, Herr Klose, allein für Frankfurt, es wird Zeit. Menschen, die nicht verstanden haben, dass sie sich jetzt mit Rassismus beschäftigen müssen, dass sie sich mit sowieso Ausgrenzungsformen der unterschiedlichsten Art beschäftigen, die fallen irgendwann raus und verstehen die Menschen vor der eigenen Haustüre nicht mehr, weil die Bedürfnisse sich verändern. Die Themen waren schon immer da. Menschen, die von verschiedenen Feindlichkeiten betroffen waren, hat es immer gegeben. Nur ihre Lobby war nicht so groß. Sie saßen nicht mit an den Verhandlungstischen, sie hatten auch keine Social Media, wo sie ihre Geschichten in Gemeinschaft erzählen kann. In einer digitalen Welt ist man nicht mehr alleine. Das heißt, die, die jetzt in so EntscheiderInnenfunktionen sitzen, die müssen sich jetzt damit beschäftigen. Und ich würde sagen, da unterstützt das Netz, Hashtags und natürlich eine Generation, und ich empfinde das zum Beispiel als sehr empowernd, eine jüngere Generation als ich, die mit einem Selbstbewusstsein hingeht und sagt, das ist unser Leben und wir wollen das nicht mehr so. Und das liest man ja auch. Mhm. Tui, möchtest du da noch was ergänzen als jüngere Generation? komm, sprich doch mal für alle Jüngeren. was bringen dir diese Hashtags? Oder hast du überhaupt schon vorher einmal einen der Hashtags verwendet? Oder war das jetzt tatsächlich das erste Mal bei Ich bin kein Virus? Nee, MeToo, also ich zwei habe ich auch mitbekommen und auch verwendet, aber jetzt auch nur so in einem ganz kleinen Kreis. Ich will auch gar nicht für irgendwie meine Generation das reden oder sowas, aber ich stimme euch beiden auf jeden Fall zu. Es hat total was Empowerndes, klar. Weil wir beziehungsweise viele asiatisch gelesene Personen, die Rassismus erfahren, die haben sich echt jahrelang nicht oder jahrzehntelang nicht getraut, das anzusprechen oder auch mit Familienangehörigen, im Freundinnenkreis anzusprechen. Und aus verschiedensten Gründen und das irgendwie erstmal vielleicht auch anonym ins Internet zu schreiben und auch zu lesen, hey, da sind noch andere, die das Gleiche oder Ähnliches erfahren wie ich. Und dann fängt man irgendwie an, sich dann zu vernetzen durch diesen Hashtag irgendwie. Das ist total empowernd. Man schließt Freundschaften, man kann sich vernetzen, man kann Projekte und Aktionen starten, man kann zusammen gucken, wie man gemeinsam irgendwie ein bisschen Rassismus bekämpfen kann, sei es nur in dem eigenen Umfeld oder in der eigenen Stadt oder halt eben auch deutschlandweite Projekte starten, ja. Also es holt einen aus der Einsamkeit raus. Mhm. Anne, ja. Ich empfand das gerade super positiv, wie viel wir rausgezogen haben aus Hashtags, aber ich will nicht der Buhmann sein, aber obwohl ich selber auch mitbeteiligt war an einem Hashtag, aber trotzdem muss ich ehrlich sagen, es bietet auch die Gelegenheit für Menschen, ein schwarzes Bild zu posten und zu sagen, ich habe jetzt im Netz, gab es ein Rassismusproblem, ich habe mich solidarisiert im Netz und gehe in meinen Alltag zurück und mache den Mund aber nicht mehr auf, wenn irgendwelche Kommentare kommen, wenn Polizeikontrollen passieren vor meiner Nase. Ich gebe nicht gerne Macht auf. Ich mag das nicht gerne, wenn ich auch noch meine Freiheit aufgeben soll, über Begriffe nachzudenken. Ich verstehe den Protest nicht, warum ich ein M-Wort irgendwo streichen soll oder ein N-Wort. Also es muss auch sozusagen in den Alltag gehen. Das ist ein ganz großer Appell. Also wir leben ja nicht in einer virtuellen Welt, sondern das Virtuelle dient uns als Werkzeug, als Plattform. Aber viel wichtiger ist doch, was macht das in der Realität? Und das müssen wir schaffen zu übersetzen. Und da kommen wir dann wieder auch auf die Institutionen zu sprechen, genau, auf die Politik deswegen zu wollte sprechen. Ich gerade Herrn Klose an fragen. Danke für diese schöne Überleitung. Nee, du hast ja total recht, weil es macht es natürlich auch sehr bequem, ne?
man kann dann mal im Internet gucken und ach ja toll, dann like ich irgendwie mal was und dann gehe ich wieder in meinen Alltag. War ja auch gut, dass du es angesprochen hast. Herr Klose, mich würde es tatsächlich interessieren, bleiben diese Hashtags oder wie Sie vielleicht als Politiker sagen, die Rauten, bleiben die Sie nicht, aber Ihre Kollegen, Ihre Kollegen vielleicht, ja, bleiben diese Rauten in der digitalen Blase oder schaffen die es auch in die Politik? Ich dachte mir die ganze Zeit, jetzt gucken vielleicht welche zu, die wissen nicht, was ein Hashtag ist, ja. Also es ist eine Raute. Ein gutes Erklärstück. ich komme sofort drauf. Ich will eine Sache noch sagen, als jemand, der damals frisch gebackener Integrationsstaatssekretär war und diese alles, was unter Hashtag MeToo war, wirklich als Leser verfolgt hat. Was ja so wahnsinnig stark daran war und was es geschafft hat, ist diese Ebene herzustellen, sich verletzlich zu machen, aber trotzdem geschützt zu sein in diesem Kollektiv von Menschen, die ihre Verletzlichkeit im Grunde darstellen oder wie Sie eben gesagt haben, sich zu entblößen. Weil das gehört ja nun auch dazu. Wir machen das oder wir reden darüber in einer Phase, in der wir auch erleben, dass das Netz, aber auch die reale politische Lage auf Verletzbarkeit eigentlich hässlich reagiert. Also gerade in der Zeit, in der wir leben, läuft man, wenn man sich verletzbar macht, sehr stark Gefahr, dann eben auch aushalten zu müssen, wie jemand das ausnutzt, wie jemand gerade an den Punkten, die man dann natürlich erkennen kann, nochmal sozusagen den Finger in die Wunde legt. Und deshalb fand ich das, habe ich das als ausgesprochen stark empfunden, dass das gelungen ist, darüber so eine Ebene zu schaffen. Aber ich gebe Ali natürlich völlig recht, das darf da nicht stehen bleiben. Und ich habe ja vorhin eingangs gesagt, wir haben, du hast es eben, glaube ich, auch nochmal gesagt, wir haben dann immer so einen Aufschrei und dann ist der laut ist und dann ist aber auch relativ schnell wieder vorbei bis zum nächsten Gelegenheit. Und die Frage ist, ob wir es endlich mal schaffen, diesen Diskurs im Positiven zu führen darüber, dass wir in einer diversen Gesellschaft leben, die vielfältig ist, die vielfältig aussieht, wo Menschen verschieden sind und dass es darum geht, uns zu befähigen, damit vernünftig umzugehen und nicht mit Ausschluss zu reagieren. Und wenn ich auf dieses Generationenthema nochmal kommen darf, was war die Reaktion auf Obama, um nochmal in die USA zu springen, sozusagen der letzte Widerstand, ich will jetzt nicht die alten weißen Männer bemühen, die waren es nicht nur, aber dass Trump da jetzt im Weißen Haus sitzt, hat auch etwas damit zu tun, dass man versucht hat, sich sozusagen nochmal abzugrenzen gegen diese diverse, vielfältige Gesellschaft, die auch im ersten schwarzen Präsidenten sichtbar geworden ist. Deshalb bin ich auch gespannt, was am 4. November passiert. Das wird, glaube ich, als Kampf zwischen zwei alten weißen Männern im Grunde hat es nicht diese symbolische Aufladung. Aber die Frage, ob die USA auch oder die Gesellschaft in den USA daraus auch was gelernt hat, wird schon nochmal eine spannende. Kommt die Diskussion in der Politik an? Ich glaube, es kann überhaupt nicht anders sein. Also das Erschrecken, so habe ich es jedenfalls erlebt, am 20. Februar, also dem Tag nach der Nacht in Hanau, war, wir hatten da ja auch direkt eine Plenarsitzung des Landtags und ich weiß noch genau, dass es morgens im Radio noch hieß, dass man vermutet, es gab eine Schießerei unter Kriminellen. Das hat mich total erinnert an damals Utøya in Oslo. Da hieß es auch irgendwie mindestens 12 Stunden lang wahrscheinlich islamistischer Anschlag. Wir wissen alle, was wirklich dahinter lag. Da war es morgens auch so in den ersten Radionachrichten, hieß es ja wahrscheinlich gab es in Hanau irgendwie eine Schießerei im Drogenmilieu oder so. Wie es auch erst so bei NSU vermutet wurde. Genau, genau der gleiche Mechanismus, der eingesetzt hat. Und das Erschrecken darüber, was wirklich dahinter lag. Also in meinem politischen Verständnis kann man das überhaupt nicht mehr negieren, so wie man auch die Erfahrung aus 10 Jahren übersehen, was wirklich hinter den Morden, die der NSU verübt hat, lag, nicht mehr ignorieren kann. Trotzdem erlebe ich auch, dass es ja mittlerweile leider auch im Hessischen Landtag politische Kräfte gibt, die das tatsächlich weiterhin wegignorieren können.
wo dann gesagt wird, ja, Shisha-Bar, das Stereotyp hatten wir eben schon mal, sozusagen, das bezieht sich dann auf Menschen, die sich ja irgendwie selbst auch isolieren und gar nicht dazugehören wollen. Also das wird ja auch immer wieder bemüht. Ich glaube, wir können dabei nicht stehen bleiben, wir müssen aber jetzt dann auch den langen Atem haben, darauf zu bestehen, dass diese Debatte geführt wird. Deshalb ist dieses Thema Rassismus nicht vorbei. Wenn wir jetzt den Integrationspreis unter der Überschrift vergeben haben oder heute darüber diskutiert haben und das ein Schwerpunktthema dieses Jahr ist, sondern es ist tatsächlich so tief verankert, dass es auch einen langen Atem braucht, um immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Es geht am Ende um Bewusstseinsschaffung. Es geht am Ende darum, dass Menschen sich klar werden müssen, wie sie selbst immer wieder in rassistische Stereotype verfallen. Viele, ich sage das nochmal, glaube ich, ohne es zu reflektieren, ohne dass es ihnen wirklich bewusst ist. Die anderen benutzen es aber auch sehr bewusst und adressieren es dann auch genauso. Ich würde da gerne was anknüpfen, weil ich es, also wenn ich jetzt über intergenerational oder generational spreche, spreche ich nicht unbedingt an altersgebunden, sondern auch an so einen gewissen Habitus und an bestimmte Kulturen, die sich, sei es jetzt in einem Ministerium, in einer Medienanstalt oder in einem ganz normalen wirtschaftlichen Unternehmen ist, dann ist die Frage, wer sitzt in den EntscheiderInnen-Funktionen und wer ist offen, sein Bewusstsein entsprechend zu öffnen. Und ich zum Beispiel empfinde, ich habe mehrmals mit mir selber und mit anderen gewettet, wie lange wird diese Rassismusdebatte laufen. Sie hat länger gedauert, als ich gedacht habe. Sie dauert auch in einer gewissen Form an unterschiedlichen Orten immer noch an. Sie hat nicht nur zu neuen Konzepten, wir beschäftigen uns mal mit uns selbst, Privilegien, White Tears etc. geführt, sondern mir fällt auf, sie findet in verschiedenen Strukturen statt, aber hier mit einem sehr starken Ziehen und Zerren. Und deswegen empfinde ich es als eine sehr sensible Phase. Sie würde ich so beschreiben mit so, ja, lass uns über Rassismus reden. Okay, reden wir auch über Weißsein, tun wir das, aber bitte vorsichtig. Lass uns die Themen ansprechen. Ja, wir müssen darüber reden, aber bitte nicht zu krass. Also es ist so ein Für und Wider. Also ich merke so aus einer Perspektive, die ich jetzt schon lange zu Rassismus irgendwie arbeite als Journalistin. Ich kann jetzt auf jeden Fall mehr machen gerade, aber ich muss auch sehr achten, wie ich es mache, wo, und es sind viele Gefühle im Raum, weil es auch ein, ich meine, Rassismus geht uns alle an. Das ist ja nicht nur die Betroffenen, auch die Nicht-Betroffenen müssen ja lernen, was es bedeutet. Du hattest vorhin so schön angesprochen, wenn man jung ist, weiß man, wenn man Rassismuserfahrungen macht, weiß man ja nicht, dass das Rassismuserfahrungen sind. Kinder werden ja weiß wie schwarz sozialisiert damit. Das heißt, es ist ja auch ein Wissensprozess, ein Learning-Prozess. Eine Gesellschaft muss lernen, dieses Thema als ein Thema zu sehen. Ich als Journalistin empfinde es zum Beispiel als Fachthema, aber ich würde jetzt KollegInnen wahrscheinlich finden, die sagen würden, das ist doch kein Fachgebiet. Und ich würde sagen, allerdings, weil wir sitzen ja hier, wie viele Komponenten gibt es zu beachten, es ist ein Riesengebiet. Also ja. Von daher sehr sensible Phase, bei der sich jetzt so entscheidet, wer sind die stärkeren Kräfte. Schauen wir doch auch gleich nochmal intensiver auf den strukturellen Rassismus. Ich möchte nur einmal unser liebes digitales Publikum nicht enttäuschen und noch einmal zumindest ein Zitat vorlesen. Zu der Frage, welche Hashtags benutzt werden, hat eine Person gesagt, Internetaktivismus und Hashtag-Aktionen sind besonders für die Menschen wichtig, die sonst unsichtbar sind und nicht gehört, gesehen werden. Gut, ich würde das Thema Hashtags jetzt vielleicht auch mal beiseite legen, sondern dass wir lieber wirklich nochmal auf die Strukturen gucken, denn ich denke, egal welche Generation und tatsächlich ja auch egal, was für ein beruflicher Kontext, immer wieder stoßen Menschen, kommen zu Punkten, stoßen auf Diskriminierungserfahrungen bei der Polizei, in der Schule, am Arbeitsplatz, auf Ämtern. Was, jetzt mal die ganz große Frage, können wir tun oder was braucht es auch, um eben gegen diesen institutionellen Rassismus anzugehen? Weil wir reden natürlich immer sehr viel über Mikroaggression, über Alltägliches, aber das, was uns dann ja letztendlich die Wohnung kostet oder den Job kostet, sind ja auch nochmal Sachen, die auf einer ganz anderen Ebene laufen. Ali, möchtest du gerne einsteigen? Ich würde gerne anfangen. Das ist also die Frage nach den Lösungen, die ist so groß und ich möchte auch nicht zu viel Anteil nehmen, einfach weil hier auch großartige Akteure dabei sind. Ich würde eine Sache sagen, das Erste,
Mal, glaube ich, dass ich das auf einem Podium sage und das passt eigentlich gar nicht so zu mir. Und das ist auch gar nicht radikal gemeint. Jetzt machst du es aber spannend. Ist jetzt steigen gleich Migrant. Die Klickzahlen. Und jetzt Werbung. MigrantInnen sollen sich nicht mehr integrieren. Und das meine ich tatsächlich vollkommen ernst, sich immer noch in so einem Joch anzupassen, sich den Mikroaggressionen und Schubladen zu beugen und sich da mit sich machen zu lassen, sich ihre Freiheit zu nehmen, das ist das, was, glaube ich, mit ein großes Problem ist, dass wir, glaube ich, das internalisiert haben, dass wir uns irgendwie in eine bestehende, homogene, große Masse einfügen müssen. Aber wenn wir hier leben, ob Bürgerin oder Bürger oder eben nicht Bürgerin oder Bürger, sondern als Mensch, also was ist mit denen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, die nicht den BürgerInnenstatus haben, dass wir auf unsere Freiheiten pochen. Und dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstverständnis zu haben, ist für mich eine wichtige Quelle der Kraft, ist für mich eine wichtige Quelle für den Aktivismus, um eben auch die richtigen Stellen zu adressieren, denn irgendwann übernehmen wir diese Stellen. Also es gibt Menschen, MigrantInnen, die zum Beispiel zur Polizei gehen und dann in einem bestimmten System sind und auch nicht viel mehr machen können, auch wenn sie die liebsten Menschen sind. In Schulen genauso, wenn eine Schule anfängt, sich zu schließen und das Image schützen zu wollen und das Kollegium und um Gelder zu bekommen aus der Kommune, dann werden Rassismusfälle nicht thematisiert. Aber dann muss eine Person Rückgrat besitzen, vor allem wenn es eine Person ist mit einer internationalen Geschichte und betroffen ist und das eigentlich nachempfinden kann, da auszubrechen, auch wenn es eben Konsequenzen hat. Und das habe ich am eigenen Leib erfahren. Ich hab ja auf Lehramt studiert und im Praktikum als Hospitant wurde ich rausgeschmissen, weil ich einen Lehrer hospitiert habe, der sehr rassistisch umgegangen ist mit einer Deutsch als Zweitsprache-Klasse. Und jetzt ist mir eigentlich bewusst geworden, warum ich das gemacht habe, nämlich weil ich nicht zusehen konnte. Und wenn wir gegen institutionellen Rassismus, den wir erfahren und sehen, vorgehen wollen, dann müssen wir auch viel früher anfangen, weil das ist ja die Spitze des Eisberges. Aber davor ist ja dieser Anpassungsprozess. Davor ist dieses gequälte Mitlachen, wenn Witze gemacht werden. Und da früher schon eine Offensive zu zeigen und die Menschen zu konfrontieren. Und Hatice hat es gerade sehr schön ausgeführt. Es ist auch unangenehm. Es ist wirklich nicht leichter, irgendwie in dieses Feld zu kommen, wo es Konflikte und Kontroversen gibt. Und wer hinterdenkt schon seine Sprache oder irgendwie will was aufgeben, was ihm oder ihr vertraut ist? Das ist nicht leicht. Man muss sich ja letztendlich auch entscheiden. Ja? Also dieses Beispiel, du möchtest gerne Lehrer werden, um es ja eigentlich auch besser zu machen. Aber dann bist du in einer Situation, wo du es selbst eigentlich nicht mehr verkraften kannst. Ja? Das ist ja auch immer dieser Scheideweg, ja, wo es ganz schwierig wird. Total, aber wenn diese Person das macht, ob es jetzt bei der Arbeit ist, ob es in der Redaktion ist, ob es in der Uni ist, dann macht sie das für alle Unterdrückten. Und das wird mir immer gerade immer mehr bewusst, dass wir, die alle rassifiziert sind, jeder Akt des Widerstands, jeder Akt der Emanzipation ist immer auch ein Freiheitsakt für alle anderen, weil wir werden subsumiert, wir werden rassifiziert und immer wieder migrantisiert. Und deswegen, wenn wir was tun, müssen wir laut sein und auch wenn es eben hier und da persönliche Konsequenzen hat. Also das ist für mich an der Stelle wichtig, weil ich bin mir sehr sicher, dass andere Perspektiven auch kommen. Aber das habe ich einfach am eigenen Leibe erfahren, dass man in diesen Institutionen eben auch den Mund aufmacht und das adressiert. In meinem LehrerInnenbeispiel, als ich diese Ausbildung gemacht habe, es gab keine unabhängige Stelle, wo ich mich melden konnte. Also die Universität hat sich das angehört und hat abgespeichert. Wenn das wieder passiert, dann haben wir das vermerkt und beschäftigen uns damit. Aber es gab jetzt kein Instrumentarium, mit genau diesem Fall irgendwie umzugehen. Kein Ausschuss, keine dritte Stelle. Und es hätte viel mehr wahrscheinlich gebracht, wenn ich damals irgendwie aktivistischer gewesen wäre, aber ich war einfach natürlich traurig, dass ich das Semester da wiederholen musste. Ich war noch nicht so politisiert, irgendwie, das ist Anfang 2016. Ich war schon sensibilisiert für Rassismus, aber heute, wenn mir sowas heute wieder passieren würde, dann wäre ich auf jeden Fall zu viel mehr bereit. Und das sollten wir auch hier mitnehmen, wenn das passiert, immer auch an die anderen rassifizierten Menschen zu denken und da den Mund aufzumachen. Manchmal frage ich mich, ob man dann mit der Erfahrung zu mehr bereit wäre oder vielleicht zu weniger. Könnte auch sein, weil sonst weiß man, oh, wenn ich jetzt wieder so reagiere, verliere ich wieder meinen Job. Hatice.
Ich würde das gerne so aufgreifen in so einem anderen Gedanken. Ich finde den Begriff Integration, der ist ja sowieso sehr schwierig, weil was ist jetzt genau Integration? Also ich finde jetzt, ich muss mich nicht integrieren, ihr müsst euch jetzt auch nicht integrieren, in was müssen wir uns integrieren? Aber gut, das ist jetzt das eine, deswegen wäre ich auch dafür, ich muss mich nicht integrieren, in was überhaupt? Und wenn, dann müssten wir es alle, weil wir sind eine Gesellschaft. Aber für mich gibt es so ganz klare Vorstellungen in egal welcher Institution. Wenn ich festgestellt habe, wir beschäftigen uns nicht mit Rassismus, dann heißt es für mich, alle müssen sich damit beschäftigen. Und das bedeutet, alle Menschen in verantwortlichen Positionen, sei es LehrerInnen, BeamtInnen, JuristInnen, egal, also PädagogInnen, alle müssen sich mit Vielfalt, mit Bias beschäftigen. Das bezieht sich ja dann auf Einstellungsverfahren, auf Praktika, auf alles. Das hat so große Auswirkungen, wenn Menschen verpflichtet werden, in all ihren Ausbildungsgängen, sich mit einer pluralen Gesellschaft, die wir sind, einer Migrationsgesellschaft zu beschäftigen. Das ist eine Struktur, die muss von oben kommen, trickle down, und das sind Menschen in EntscheiderInnenpositionen, die, und da würde ich mitgehen, sich dafür entscheiden müssen, dass viele KollegInnen oder MitarbeiterInnen das nicht toll finden werden. Aber sagen, das ist die Vorbereitung, dann könnt ihr nämlich besser arbeiten. Und ich finde auch, das ist so ein bisschen der Sprech, wie verkaufe ich es? Das ist etwas Positives. Diese Skills zu erwerben, ist ein bisschen wie bei der Digitalisierung. Ich finde das so ein super Beispiel. Ich kenne das nicht, ich kann das nicht, aber jetzt wird es gefordert. Mist, ich verliere meinen Job. Ich finde, Rassismus, Diversitätsbewusstsein in einem breiten Spektrum ist ein Skill, den man lernen sollte, damit man sich gut auf seinen Job vorbereiten kann. Und das sind sehr strukturiert, und ich meine, Trainings etc. gibt es. Also du bist ja selber Trainer. Also es gibt die Menschen, es gibt die Stellen, die seit so vielen Jahren im Klein-Klein projektgefördert arbeiten. Das auf große Beine stellen, unabhängige Stellen schaffen, dass Menschen eben mit Rassismus-Erfahrung sich an diese Stellen wenden können. Ein AGG erweitern, wo Lehrstellen sind, weil da einfach die Rassismuslücke einfach auch noch herrscht. Also es gibt ganz viele Stellschrauben, wo man einfach mal Rassismus hineinlesen muss. Also, aber dazu müssen wir erstmal akzeptieren und sagen wir mal, wir sind jetzt da, dass es ihn gibt, und dann alles überarbeiten. Tui, was würdest du sagen, wo ist auch so eine Hemmschwelle, wenn man eben diesen institutionellen Rassismus betrachtet? Hemmschwelle im Sinne von, also meinst du im Sinne von, wie könnten wir das verändern? Ja. Ich glaube, dass es eine Veränderung geben wird und dass viele Leute damit nicht klarkommen. Ich würde gerne auch anknüpfen, was Ali gerade gesagt hat, im Bildungssystem oder auch im Lehramtsstudium. Ich studiere momentan auf Lehramt, und wenn dann eine E-Mail geschrieben wird, hey, es gibt für Lehramtsstudierende kein verpflichtendes Modul zu Antirassismus, warum nicht? Weil wir wollen das in den Lehrplan kriegen, aber die Lehrkräfte müssen das ja selber erst wissen und können. Und dann kommt als Antwort, ja, aber dann müssen wir das Modulhandbuch ändern. Ja, das ist das Ziel. Aber ja, just by the way. Bei mir immer auch noch nicht. Und ich glaube, dass da halt so eine Hemmschwelle ist, dass es halt Veränderungen geben wird und muss. Und dass die Leute halt diesen Schritt oder dass wir alle diesen Schritt machen müssen. Und ich glaube, dass viele da einfach entweder zu bequem sind und oder Angst haben, was dann halt kommt. Aber es gibt genug Leute, wie Hadija ja auch gesagt hat, es gibt genug Leute, die in diese Stellen, die diese Stellen machen können, die Bildungsarbeit, politische Bildungsarbeit machen können und sollen. Aber es muss halt Platz geschaffen werden. Mhm. Ja. Und man muss sich letztendlich ja auch dann wohlfühlen dort, denn sonst geht man auch wieder weg. Ja. Das sind ja auch immer die Argumente. Das eine Argument, nee, das brauchen wir hier nicht, weil wir haben solche Leute hier nicht. Und das andere Argument, wir wissen auch nicht, warum die nicht kommen. Ali. Ich wollte noch ein bisschen weitergehen, und da würde mich auch interessieren, was ihr denkt. Ist es nicht auch so, dass, ich meine, die Tränen der Mütter, die ihre Kinder verloren haben in Hanau, die sind noch nicht trocken. Brauchen wir nicht auch Schutz? Also den Gedanken hatte ich auch von einer Freundin. Wenn Sicherheitsbehörden sagen, wir sichern irgendwie alle Bürgerinnen und Bürger, wir schaffen Sicherheit und es ist alles irgendwie, man kann jeden und jede zur Rechenschaft ziehen und so weiter. Aber was ist mit denen, die
immer noch rassifiziert werden, aber auch auf struktureller Ebene. Wer schützt uns davor? Also, dass wir uns wehren können, dass wir eben nicht, dass die Adressen von migrantisierten Personen weitergegeben werden in Behörden. Also, es wird ja gerade, es bedroht uns ja wirklich existenziell. Also, ich finde, diese Sensibilisierung ist das A und O, definitiv dieses Bewusstsein. Der Feminismus ist da ein schönes Beispiel oder eine wichtige Inspiration im Kampf gegen Rassismus auch. Und da werden wir auch immer sensibler, das ist immer so ein Prozess, klar. Ne, du hast schon gesagt, ich bin selber Trainer, aber mir geht das nicht schnell genug. Also ich will an dieser Stelle einfach diesen Raum auch nochmal einnehmen. Ich gucke gerade in die Richtung, aber dran. Ich meine, was ist jetzt 6 Monate danach? Die Leute sind frustriert, es gibt diese Initiative 19. Februar, die Leute sind total frustriert, die Mütter weinen, die sagen, wir fühlen uns im Stich gelassen. Gibt es jetzt mehr Schutz? Ja, hier und da mal ein bisschen mehr Schutz an Moscheen, okay, aber Moscheen ist ein Teil dieser großen Bandbreite von Menschen, die rassifiziert und Ziel von Rechtsextremen sind. Die Anzahl der Rechtsextremen ist nachweislich gestiegen. Also wir brauchen richtig Schutz. Und das ist auch super wichtig. Und da frage ich mich, was kann man denn da tun und was können wir fordern? Also ich glaube, dass dieses Bewusstsein tatsächlich, und das ist eigentlich schade, ne, es hat mancher Untaten bedurft, damit überhaupt an manchen Stellen Bewusstsein entsteht. Und da ist Hanau ein wichtiges Fanal, NSU 2.0, Halle, im rechtsextremistischen Bereich, den ich jetzt mal dazu nehmen würde, auch der Mord an Walter Lübcke, der für viele dann auch nochmal einen seltsamen Unterschied gemacht hat. Ja, muss man vielleicht auch nochmal auseinandernehmen, warum eigentlich. Es gibt keine gelernte Erfahrung damit, wie man damit jetzt adäquat umgeht, weil es auch ich erlebe teilweise auch eine Sprachbarriere. Ich war jetzt gerade im Sommer zuletzt in Hanau und habe mit dem Verein gesprochen und auch viele von denen hatte ich an dem Tag danach auch schon gesehen und viel mit ihnen gesprochen und darüber unterhalten, was können wir jetzt eigentlich mittel- und langfristig machen, um euch auch einen Ort zu geben, um Raum zu schaffen für das, was da stattfindet, über die Trauerarbeit hinaus, die ja erstmal total im Vordergrund gestanden hat und die auch ihren Platz hatte und dafür gibt es dann Opferberatungsstrukturen und Beauftragte, aber diesen Link hinzukriegen dazu, dass wir auch Schutz garantieren müssen, für alle, das ist ein Lernprozess, der gerade stattfindet, nach meinem Dafürhalten. Der war nicht sofort da. Insofern würde ich dir nicht widersprechen. Ich bin an 2 Stellen auch von der Vordebatte nochmal getriggert. Zum einen Integration als Begriff, so ein bisschen wie Migrationshintergrund, ne, da hinten hinter Ihnen ist das Wort allein 3-mal, weil es auch im Namen des Ministeriums vorkommt. Und irgendwie hat sich ja das Verständnis dieses Begriffes auch weiterentwickelt, so wie wir irgendwie alle eigentlich das Gefühl haben, Migrationshintergrund ist irgendwie blöd. Wir haben aber noch keinen wirklich adäquaten Ersatz aus dieser wissenschaftlichen Debatte, da kam er ja eigentlich mal her. Die Frage ist, ob man Integration auch nochmal umframen kann. In meinem Verständnis ist es immer ein Prozess, der die ganze Gesellschaft betrifft, der nicht heißt, ihr, die ihr dazukommt oder irgendwie anders seid, müsst euch integrieren, sondern der halt heißt, Gesellschaft ist einem permanenten Veränderungsprozess unterworfen, auch durch Migration. Und dem müssen wir uns stellen und das betrifft dann mal mindestens genauso in Anführungszeichen die Aufnahmegesellschaft, wenn wir jetzt auf der Migrationsebene bleiben. Vielleicht finden wir aber auch einen besseren Begriff und wir reden eigentlich über gesellschaftlichen Zusammenhalt, Teilhabe, Vielfalt und da ist dann auch der Aspekt von Pluralismus und Multikulturalität mit enthalten. Das könnte ja auch eine Idee sein. Dann wäre ich aber dafür, dass das ein Querschnittsthema ist und man nicht sagt, das ordnet man einem Ressort zu. Weil mein Verständnis wäre, das müsste jeder machen. So. Ja.
Super Vorschlag. So, ja. Ja, tatsächlich in allen Strukturen, weil das diese Sondereinheit Integration und Migration als ein Einzelthema, ich meine, es gibt die großen Debatten, wir brauchen ein Einwanderungsministerium, wir brauchen andere Strukturen, die die plurale Gesellschaft anders liest. Ich würde das gerne verbinden, was ihr gesagt habt. Also das eine ist der Schutz. Schutz kann ich nur Menschen geben, die ich auch sehe. Weil dann nehme ich sie ernst und dann schaffe ich Strukturen, und wenn ich akzeptiere, dass Rassismus gibt und der morgen nicht aufhört, dann fördere ich weitere Beratungsstellen, dann gebe ich Gelder, dann baue ich dieses Netzwerk auf. Wir haben hier in Hessen wir sitzen ja hier auch in der Bildungsstätte, wir haben Response, aber wir bräuchten viel mehr Response und mit anderen Namen. Wir bräuchten ein flächendeckendes System, das anerkennt, dass nicht nur ein Mord an Walter Lübcke, das war das Wording und da steckte viel Rassismus drin, dass er alles verändert hätte. Sein Tod war ein Tod, genau wie der Tod von den anderen Ermordeten aus rassistisch und rechtsextremen Motiven heraus. Und da ist diese Lesart, die Menschen vorher, waren sie dann jetzt nicht so wichtig, wer ist jetzt wichtiger? Das sind alles Rankings. Wenn Menschen sterben und wir auch endlich mal anerkennen, dass der Rechtsextremismus und der Rassismus wächst, parallel zu einem Erstarken von Menschen, die sich dagegen wehren und ihre Strategien finden. Es ist wie mit dem Obama-Beispiel, das Sie vorhin hatten. Das ist ein Gewicht und ein Gegengewicht. Da kommt ein schwarzer Präsident und danach kommt ein weißer und der Rassismus ist stärker als gefühlt als je zuvor. Das sind Bewegungen, die haben wir auch hier. Das heißt, eine Antwort auf struktureller Ebene ist, entgegenzuhalten und Strukturen zu schaffen, die Menschen, die Rassismuserfahrungen machen und mit Rechtsextremismus schützt. Deswegen gehe ich total mit dir. Und gleichzeitig muss es ein Querschnittsthema sein. Es darf nicht nur in einem Ministerium stattfinden. Ja, wir dürfen auch nie unterschätzen, da würde ich das auch gerne nochmal aufgreifen, was Sie gesagt haben, Freundin, dieser Widerstand gegen Veränderung, der ist schon stark. Also die Beharrungskräfte sind stark und das kostet ja auch unheimlich viel Kraft. Ich meine, du hast das mit Recht eingefordert zu sagen, du würdest von dir selber auch erwarten, in so einer Situation sozusagen noch klarer aufzutreten. Aber die Kraft, die man immer wieder dann dafür aufbringen muss, ist ja auch ganz erheblich. Und deshalb ist diese Frage von Empowerment und wie bestärke ich das, was kann ich auch als Staat tun, um diese Prozesse zu bestärken, die finde ich jedenfalls ist betrachte ich auch als Aufgabe unseres Hauses, ja, wo wir sagen, wir begreifen uns als das Ministerium, was den Zusammenhalt der Gesellschaft vorantreiben will, dass das auch unser Job ist. Aber ich würde mich auch freuen, das würde breiter begriffen. Also dieses, ne, wir nennen das ja dann in der Verwaltung immer interkulturelle Öffnung. Dazu wollen wir alle befähigen. Das ist, glaube ich, auch ein Begriff, der mittlerweile schon relativ alt ist. Es geht ein bisschen langsam voran dafür, wie schnell sich unsere Gesellschaft eigentlich verändert. Ja? Und bis es der Letzte im letzten Rathaus in der Ecke verstanden hat, können wir, glaube ich, nicht warten. Ja. Was würden Sie sagen, wo besteht noch Handlungsbedarf? Was läuft vielleicht auch schon ganz gut? Ich glaube, im Erkennen und im diesen Diskurs auch immer weiter befeuern, sind wir besser geworden. Ich glaube auch nicht, dass dieser Diskurs jetzt relativ schnell wieder irgendwie abebbt, sondern der wird uns begleiten. Der kriegt dann immer mal wieder auch zusätzlichen Schub. Auch Black Lives Matter hat uns ja auch in Europa nochmal diese Debatte auch nochmal vorangebracht. Und da war dann das große Corona-Thema auch ein Stück weit auch nur noch eins neben anderen. Ich glaube, wir lernen auch in den Institutionen, aber natürlich geht uns das zu langsam. Aber vielleicht gibt es auch irgendwann so einen Moment, ich weiß nicht, ist es eine Generationenfrage? Ich glaube ja, das spielt auch mit rein. Es wächst sich ein Stück weit dann auch aus, also neue Generationen sind eher bereit, sich auch auf Veränderungen einzulassen und auch Diversität stärker zu akzeptieren. Aber rein darauf zu setzen, dass es mit der Zeit passiert, das ist, glaube ich, zu wenig. Mhm. Und da können wir noch ein bisschen was machen. Finde ich eigentlich ganz gut, dass Sie nochmal die Generation ansprechen, weil natürlich auch Menschen mit Einwanderungsgeschichte da ja natürlich auch ganz unterschiedliche Strategien haben, wie sie mit Diskriminierung umgehen. Ali, wo siehst du die größten Unterschiede bei Menschen der ersten Generation Immigrierter und Menschen, die hier geboren sind mit Einwanderungsgeschichte?
Meinst du im Umgang mit Rassismus? Im Umgang mit Rassismus, aber vor allen Dingen auch im Kampf gegen Rassismus, mhm. also auch in diesem Aktivismus, mhm. weil ich persönlich habe das Gefühl, dass man tatsächlich mhm. sehr selten Menschen antrifft in den Antirassismuskreisen, nenne ich sie jetzt mal, die wirklich selbst eingewandert sind. Also oftmals sind es Menschen, die hier schon ja, geboren wurden oder halt mhm. als kleine Kinder nach Deutschland kamen, aber eben seltenst Migranten der ersten Generation. Mhm. Ja, also ich mache das vielleicht ein bisschen greifbar anhand meiner eigenen Geschichte. Ich bin selber nicht in Deutschland geboren, sondern als 2,5-jähriger kleiner Keks mit meinen Eltern als Asylsuchende nach Deutschland gekommen. Und wir waren 13 Jahre lang geduldet. So, meine Eltern, mein Papa bis zur 5. Klasse in die Schule gegangen, danach war er Schäfer. Meine Mutter ist nie zur Schule gegangen und wir sind hier hingekommen. Ich habe den Kindergarten mitbekommen. So, das ist so die Rahmenbedingung. Ich bin hier sozialisiert. Ich kenne, weil wir zu Hause immer Türkisch gesprochen haben, natürlich, und meine Eltern in der Türkei als kurdischer Leviten sozialisiert worden waren, kenne ich beide Seiten, so, wenn man so möchte, oder die zwei Seelen in der Brust, um mal bei Hashtag MeToo zu bleiben. Und was mir immer wieder aufgefallen ist, dass meine Eltern ganz anderes Selbstverständnis haben als ich. Und als ich mich dann im Zuge von eben ich zwei damit beschäftigt habe, habe ich zunächst einmal gedacht, das kann doch nicht sein. Wieso finden manche MigrantInnen die Frage, woher kommst du, gar nicht mehr so nervig oder überhaupt nicht schlimm? Oder sagen, wenn sie gefragt werden, obwohl sie seit Generationen einen deutschen Pass haben, dass sie LibanesInnen sind oder TürkInnen. Ich habe mir viele Fragen gestellt und ich finde, das Erste, was mir aufgefallen ist, erstmal im Kampf gegen Rassismus, wir werden häufig subsumiert als die MigrantInnen oder eine migrantische Diaspora, aber wir sind genauso heterogen. Also ich glaube, es korreliert schon mit rassistischen Mechanismen, wenn wir anfangen, uns irgendwie gleich zu sehen. Aber so heterogen wie die Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft ist, sind wir auch heterogen. Und wir haben auch das Recht, anders zu sein, eine andere Position zu vertreten. Deswegen bin ich zum Beispiel stolz darauf, dass in der Parteienlandschaft so unterschiedliche MigrantInnen sind mit unterschiedlichen Meinungen. Also das ist nicht schlimm, sondern das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir uns selbst verwirklichen und auch diesen Individualismus, der immer so hochgepriesen wird, in Anspruch nehmen. Den hatten damals also meine Eltern vor 20 Jahren hatten nicht, die waren die Ausländer. Also ob es meine bosnischen, ob es meine jugoslawischen, ob es meine russischen FreundInnen waren, kurdischen. Wir haben gar nicht über diese verschiedenen Nationen so geredet, wir waren einfach Ausländer, wir waren die Kanaken. Und das war damals für uns super wichtig, uns darüber zu bonden. Mhm. Weil wir wussten immer, auf dem Schulhof waren wir immer die anderen. Wir haben immer einen kleinen Kreis gehabt, wir haben unser Butterbrot geteilt, so hat es angefangen. Und das Verständnis war damals so. Unsere Eltern haben das immer noch so. Wenn mein Papa gefragt wird, wo er kommt, sagt er immer Südosten der Türkei. Der hat hart geschuftet. Tönnies war hier gerade schon mal im Raum. Der hat, mein Papa hat tatsächlich bei Tönnies gearbeitet, 12, 13 Jahre lang. Und kann da auch Bände drüber erzählen. Und da war es auch so, die hatten da so Räume und da waren nur Türken, da waren nur Rumänen und die haben sich eben darüber, die wollten überleben. Also meine Eltern sind diejenigen gewesen, die es geschafft haben, dass ich heute zur Schule gehen konnte, dass ich studieren konnte. Ich habe durch meine Eltern, weil sie so geackert haben und weil sie sich erst strukturell integriert haben, ganz andere Voraussetzungen. Und das ist für mich auch übrigens ein Grund dafür, warum ich mich engagiere, weil ich sehe, wie sie gebuckelt haben, wie sie ohne Sprache am Schalter waren. Kurzes Beispiel aus Gießen, ich war 14. Wir waren bei der Ausländerbehörde und mein Papa hat ein Formular abgegeben. Ich bin mitgekommen als der älteste Sohn, ich war 14, um zu übersetzen, wie das so häufig ist. Und mein Papa hat das hingegeben und die Frau hat sich das angeguckt und sagte, da fehlt noch was. Und mein Papa hat dann nichts gesagt, weil er jetzt nicht wusste, also was fehlt oder was soll er jetzt machen. Die Frau sagte, gucken Sie mich nicht so mit Pferdeaugen an, kommen Sie wieder, wenn Sie Deutsch können. Hat diesen Zettel wieder hingeklatscht und mein Papa hat mich kurz angeguckt. Ich wusste jetzt auch nicht, was ich sagen sollte, hilflos. Und dann sind wir nach Hause nach Polheim gefahren. Das sind so Erfahrungen. Ich war hilflos. Damals aufgrund des Alters und eben, weil ich noch nicht mit Rassismus umgehen konnte in dem Alter. Und mein Papa und viele in dieser Generation haben einfach vieles hingenommen. Warum? Weil sie wollten nicht riskieren, zurückgehen zu müssen. Sie wollten ihre Jobs nicht riskieren. Sie wollten keinen Ärger machen. Aber jetzt, wir Kinder oder ich, meine Geschwister und ich, wir haben ganz andere Voraussetzungen und wir können uns das Recht nehmen, für sie zu rebellieren. Auch das ist bei Hashtag MeToo rausgekommen, wie viele für ihre Eltern jetzt den Mund aufmachen oder für diejenigen, die keine Stimme haben. Was ist mit meiner Tante, die als Putzkraft in Schulen gearbeitet hat? Wir sprechen jetzt für sie. Das heißt, wir versuchen das aufzuholen, was sie hingenommen haben, häufig, weil sie einfach überleben mussten. Und
es gibt ganz viele Strategien damals, wie sie damit umgegangen sind. Wie gesagt, woher kommst du? Es war früher völlig cool, das war gut, das hat man sich extra gefragt, weil man wusste, hey, du bist auch Ausländer. Und das haben die GastarbeiterInnen-Generation hat das sehr bewusst gemacht. Die haben Feste gefeiert. Es gab Festivals der Kulturen und so weiter. Wenn wir sie heute anschauen würden, alle hochrassistisch, auch die Flyer damals und so weiter, weil das Wording nicht gestimmt hat und so weiter. Aber zu der Zeit war das so wichtig als einen ersten Akt der Emanzipation. Und heute, durch einfach auch die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Diaspora-Communities, sind wir viel sensibilisierter und wir nehmen uns viel mehr raus. Und dieses Selbstbewusstsein sollten wir nehmen und eben das nachholen, was unsere Eltern und eben FreundInnen und Verwandte aus der älteren Generation nicht machen konnten. Mhm. Mich würde nochmal jetzt eine Frage erstmal ans digitale Publikum. Mich würde mal interessieren, wie Sie so den Austausch wahrnehmen zwischen der ersten Generation und jüngeren Generation, zweite, dritte Generation. Vielleicht sind Sie ja Teil der ersten Generation, sind selbst emigriert. Gibt es dann Austausch mit jüngeren Menschen oder eben auch andersrum? Gibt es ja auch einen Austausch zum Beispiel mit den Eltern? Schreiben Sie es gerne in die Kommentare. Hadita, ja. Ja, ich finde es gerade so interessant, weil du sozusagen durch deine Brille guckst. Ich würde nochmal eine Lanze brechen, nochmal stärker für die verschiedenen Migrationsgenerationen, weil sie kamen, also wir haben ja eine Gastarbeitergeschichte, wir haben eine Einwanderungsgeschichte, die ist sehr unterschiedlich und das hört ja auch nicht auf, weil die erste Generation, die kommen ja dann wieder. Wir haben ja stets Menschen, die hierher migrieren, die dann in der zweiten Generation hier Kinder bekommen, die hier geboren werden. Das haben wir alleine jetzt seit 2015 mit unheimlich vielen Menschen, die hierher gekommen sind. Das heißt, diese Geschichte erzählt sich ja immer wieder fort. Natürlich sind wir alle in einem Pott gelesen, aber am Ende sind das immer Generationenerzählungen. Und ich finde, was ganz wichtig ist, wenn man sich die feministische Frauenbewegung anguckt, wenn man sich, du hast die Kulturvereine genannt, anguckt, Migranten, die hier nach Deutschland migriert sind, haben sich, wenn sie es sich leisten konnten, weil das ist ein Klassethema, wenn ich nur putzen und arbeiten und rackern musste, damit ich meine Familie durchbringe, dann kann ich mir politischen Aktivismus nicht leisten. Aber es gab sehr wohl auch Menschen, die haben es trotzdem getan oder die haben es getan, weil sie es sich leisten konnten, weil wir hatten ja verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen. Wir haben ja auch Menschen, die mit hohem Bildungsgrad hierher migriert sind, also auch hier Heterogenität. Und die feministische Frauenbewegung in Deutschland ist nicht nur zum Beispiel eine weiße Frauenbewegung gewesen. Sie war eine Bewegung der migrantisierten Frauen. Und das schon sehr früh, in den 60er Jahren. Und das ist eine Geschichte, die lange nicht gelesen wurde. Und ich finde, diese Erzählungen sind auch etwas, was wir in unserem Empowerment erfahren, im Sinne von die Elders, nenne ich das immer, oder wir nennen das so, auch in der schwarzen Bewegung in Deutschland. Das sind nicht sozusagen die Kids, die jetzt so, ich bin 80er Jahrgang und dann konnte ich habe profitiert. Wir haben immer profitiert. Wir profitieren von den Geschichten derer, die vor uns waren. Und diese Erzählung schreibt sich aber über die Zeiten fort. Und ab 2015 haben wir eine neue Geschichtsschreibung in Deutschland gehabt, was Migrationsgeschichte anging. Und was ich da so gravierend fand, war, dass, weil wir die alten Kapitel nicht aufgearbeitet haben, wir mit den neuen nicht umgehen konnten. Die Gesellschaft war überfordert mit einer Geschichte, die sie eigentlich schon mehrmals erlebt hat. Und dann noch unterschiedliche Communities, dann noch unterschiedliche Hintergründe. Ich meine, man könnte ein Riesenthema über die vietnamesische Community in Ostdeutschland erzählen. Man könnte, also so gibt es so unzählig viele Geschichten. Und deswegen ist es ja so wichtig, das als Querschnittsthema zu sehen. Und es ist so wichtig, die Generationen auch gemeinsam zu sehen und nicht nur, und das finde ich wichtig, nicht nur den Jungen zuzuschreiben. Die profitieren von den Errungenschaften der Älteren. Kanak-Attack zum Beispiel. Kanak-Attack, okay. Genau, zum Beispiel. Tui, wie ist es bei Corientation? Ihr werdet wahrscheinlich auch eher alle jünger sein, ich weiß es gar nicht genau, aber ihr habt auch Austausch zu euren Eltern oder zu älteren Menschen? Ja. Allein auch in Corientation gibt es verschiedene Generationen, auch den Verein gibt es seit 12 Jahren. Aber wir beschäftigen uns auch mit unseren eigenen Migrationsgeschichten und im Austausch wurde viel auch gesagt, was Ali eben auch gesagt hat, dass unsere Eltern, die als erste Generation hergekommen sind oder teilweise auch geflüchtet sind, dass die so einen Überlebensmodus hatten, dass die einfach nur überleben wollten, dass die als Strategie für sich gefunden haben, das eben einfach hinzunehmen, teilweise auch zu ignorieren. Und da erinnere ich mich auch noch, wie ich
oft auch in der Kindheit noch meinen Eltern gesagt haben, hey, mir ist das und das passiert oder die haben das zu mir gesagt oder die haben mich so behandelt. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, aber ignoriere das einfach, weil dann kriegen wir keinen Stress und sonst denken die, wir sind nicht so gut integriert. Was halt natürlich auch noch damit zu tun hat, dass dieses Konzept von Vorzeigeminderheit ja auch irgendwo verinnerlicht wurde und die Erwartung irgendwie erfüllt werden möchte, weil ja, und dass das halt so die Strategie vieler Menschen der ersten Generation ist oder auch unsere Eltern bei Currentation, was wir aber als Strategie irgendwie nicht für uns finden können. Also wir können das so nicht annehmen, dass wir es einfach nur ignorieren oder herunterspielen, relativieren, sondern wir wollen halt aktiv was dagegen machen und eben auch, wie Ali, wie du schon sagst, für die mitkämpfen. Ja, und für die halt auch, also nicht unbedingt für die sprechen, aber eben auch mit denen kämpfen, dass wir alle die gleichen Rechte bekommen und ja, genau. Das finde ich auch nochmal ganz interessant, die unterschiedlichen Strategien damit umzugehen. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Jetzt habe ich selbst den Faden verloren. Kaum blättert man mal die Karten um und guckt nicht drauf, weiß man schon gar nicht mehr, wo man war. Genau, aber einfach nochmal dieser Umgang mit Rassismus, das eine, was du auch gesagt hast, ach, ich habe kein Problem damit, ich komme aus der Türkei, ja, auf diese Frage. Und dann aber die eigenen Kinder, die sagen, nee, ich bin Deutsch oder beziehungsweise sich vielleicht auch gar nicht so sehr mit Deutschland identifizieren, kann ja auch wiederum sein. Und du hattest mir auch im Vorgespräch nochmal erzählt, dass ihr teilweise aber auch dann Themen manchmal auch sogar übersetzt für Menschen, die jetzt zum Beispiel nicht so gut Deutsch können, um dann auch die Nachrichtenlage oder so zu verfolgen. Ja. Was macht ihr da zum Beispiel in diese Richtung? Zum Beispiel beschäftigen wir uns auch viel mit antischwarzen Rassismus, der ja auch in der asiatischen Community tief verankert ist. Und da gab es zum Beispiel, oder da gibt es diese Briefe zu Black Lives Matter, die in verschiedene Sprachen übersetzt worden sind. Die gibt es auch in verschiedenen asiatischen Sprachen und die nehmen wir dann auch oder versuchen die als Grundlage zu nehmen, um mit unseren Eltern oder mit unseren Familien ins Gespräch zu kommen, zu sagen so, hey, so das ist so die Geschichte, das damals passiert und das ist jetzt passiert und genau deswegen ist es nicht gut und so weiter, das eben so herunterzubrechen, aber eben auch natürlich unsere eigenen Rassismen zu reflektieren, zu durchbrechen, versuchen das immer wieder zu bekämpfen und bei Currentation machen wir aber auch oft ja, Podiendiskussionen. Zum Beispiel hatten wir letztens In the Name of, wo wir über Selbstbezeichnung geredet haben. Das haben wir zusammen mit der schwarzen Community oder schwarzen Communities zusammen gemacht, auch mit Neue Deutsche MedienmacherInnen oder wir arbeiten zusammen mit Migrantifa Hessen. Also wir versuchen da auch communityübergreifend zu arbeiten. Mhm. Vielen Betroffenen ist ja auch oftmals gar nicht bewusst, ja, wir hatten es vorhin ganz kurz, wenn man noch jünger ist, aber es hat nichts mit dem Alter zu tun, auch älteren Menschen ist ja gar nicht immer bewusst, was jetzt eigentlich rassistisch ist und was sie auch selbst betrifft oder wo sie selbst auch diesen Rassismus schon so tief in sich drin haben und den auch selbst wieder reproduzieren, obwohl er sie eigentlich selbst diskriminiert. Was müssen wir denn da noch machen? Müssen wir auch mehr aufklären von klein auf oder wie können wir mehr beim Thema Rassismus sensibilisieren, eben auch bei Betroffenen? Ich finde das so interessant, was du jetzt gesagt hast und das beantwortet es auch, ich finde es nochmal so verkontextualisiert, dass innerhalb, dass Menschen, die Rassismuserfahrungen machen, auch gegenseitig miteinander in Rassismuserfahrungen sich bewegen. Das würde nämlich dann auch das Verständnis ein bisschen erweitern, dass wir ja alle damit sozialisiert sind. So wie es in, wie du jetzt beschrieben hast, antischwarzen Rassismus in der Asian Community gibt, gibt es natürlich umgekehrt auch in der Schwarzen. Es gibt Vorbehalte gegen Roma und Sinti in verschiedenen Communities, weil eine rassistische Erzählung, also wirklich als System, natürlich diese Rankings, so nenne ich es immer,
aufgebaut hat. Ich sage immer dazu Minderheiten-Rankings, die sich Gesellschaften in Gesellschaften entwickeln, wo man froh ist, vielleicht an einer bestimmten Position zu sein und jemand anderen unter sich in Anführungszeichen zu haben, den man deckeln kann. Das sind auch Strategien, die aufzulösen, das empfinde ich auch, passiert bei Generationen jeglichen Alters, die sich anfangen, mit den verschiedenen Diskriminierungsformen auseinanderzusetzen. Und das wäre auch ein bisschen die Antwort auf deine Frage, dass in der politischen Bildung, egal ob man sie in seinem eigenen Verein macht, der sozusagen eine Community betrifft, aber auch in der Antirassismusarbeit, immer alle nebeneinander zu lesen. Das ist ein Gesellschaft lesen lernen und dann bekommt es auch einen solidarischen Charakter. Da können dann alle mitmachen. Und dann ist es auch nicht weiß gegen schwarz oder weiß gegen nicht weiß, sondern dann ist es ein gesellschaftliches Thema. Das sind Ansätze und das ist dann etwas, was sich verbreitet, eben auch in Generationen, die vielleicht die Strategie hatten, sind wir lieber leise, assimiliert, anpassen, weil meine Integrationspolitik mir das hier so gelernt hat, in einem Deutschland, in dem Assimilation halt lange das Verständnis war für Integration und es aufzubrechen, weil die Erfahrung, die sich auch zeigt, wenn Menschen nicht über ihre Rassismuserfahrung sprechen durften, wenn sie nicht leben konnten und wenn sie, und das habe ich auch in meiner eigenen Familie so wahrgenommen, dann passieren Mechanismen, weil man ja irgendwo, man muss ja irgendwo damit hin. Das heißt, man internalisiert es und gegebenenfalls macht man dasselbe, weil es einfacher ist, so wie sich zu silenzen, nicht mehr zu reden oder es wegzulachen. Das heißt, in dem Moment, wo man Menschen Stimme gibt, über ihr eigenes zu reden, werden sie die Chance ergreifen, im besten Fall, wenn sie Empathie haben, auch die anderen zu sehen. Und dafür gibt es ganz viele Strategien und Methoden und die sind intergenerational anwendbar. Ich würde jetzt eigentlich gerne schon langsam mal zum Schluss kommen. Jetzt vielleicht noch Ali, kurze gerne Anmerkung du auch noch, aber ich würde euch auch gleich, vielleicht kannst du ja gleich mit beantworten, auch schon mal gerne fragen, vielleicht auch so ein bisschen nach Tipps. Ja, wir haben jetzt sehr viel auch theoretisch geredet, aber dass wir einfach auch noch mal so ein bisschen in den Praxisalltag gucken und auch unsere lieben Zuschauenden, die uns digital verfolgen, vielleicht auch noch mal so ein paar Sachen an die Hand bekommen. Wie kann man im Alltag diese Themen auch ansprechen, weil das ist ja auch ganz oft schwierig. Ist das okay, wenn ich das aufsplitte? Ich wollte ja, erst noch natürlich, kurz, okay, du darfst alles, was du möchtest. Gut, nee, ich wollte eine Sache nur sagen, ich finde es auch nochmal an der Stelle wichtig, selbst oder nur weil man einen sogenannten Migrationshintergrund hat, schützt das nicht davor, dass wenn man etwas Rassistisches tut und das auch noch reproduziert wird, weil es vielleicht in der Öffentlichkeit geschieht, wie auch immer, dass man kritisiert werden darf. Also man darf und soll trotzdem kritisiert werden und ich finde es auch nochmal wichtig zu unterscheiden, dass das halt nicht, dass das mangelnde Solidarität ist. Also ich war jetzt vor ein paar Tagen bei einem Friseur und es sind im Viertel, da wohnen viele libanesische KurdInnen. Und dann kam jemand rein und dann hat jemand das Z-Wort gesagt zu Romnia und Sintitzer und meinte so, ich laufe doch nicht so rum. Und dann musste ich mich umdrehen und Entschuldigung sagen, auch wenn da jetzt eine weiße deutsche Person war und ich jetzt irgendwie auch ein schlechtes Gefühl hatte, da jetzt so irgendwie so Fronten aufzumachen. Aber ich finde, es ist wichtig, dass wir uns da gegenseitig aufklären. Und das auch bei Hanau, bei der Trauerfeier oder bei den ganzen Mahnwachen und Kundgebungen. Manche Menschen denken, da wurden nur TürkInnen umgebracht. Also was ist mit den Romnia und Sintitzer, die da auch dabei waren? Also, dass wir denen auch Raum geben und dass wir uns da nicht gegenseitig da irgendwie den Raum wegnehmen, sondern uns den Raum geben, der total wichtig ist. Also vor allem untereinander müssen wir da sehr sensibel sein. Mhm. Das war ja gleichzeitig jetzt auch schon der Tipp. Nee, hast beim du gut gemacht. Beim Tipp, okay, dann achso, es doch kommt sogar noch ein Tipp, okay. Noch ein zweiter Der Tipp. Tipp wäre also allgemein ganz klar, wir müssen die Politik adressieren, also ganz klar, und da auch auf die Barrikaden gehen. Das ist, ich habe da keine Geduld mehr. Also ich bin der liebste Mensch und Ferda Ataman hat mich mal als Umarmungstyp bezeichnet, weil ich mit dem Besorgten rede. Mache ich immer noch gerne, aber wichtig ist doch tatsächlich, es sterben Menschen und es kann nicht sein, dass wir heute immer noch nicht das rechtsextreme Problem oder im weitesten Sinne die Entnazifizierung unter Kontrolle haben. Und da müssen wir wirklich einfach, also ich kann nur jeden und jede ermutigen, da sich den Raum zu nehmen und keine Angst zu haben, sich nicht lähmen zu lassen, sondern dass die Wut, der Zorn, die Trauer zu einer Kanalisierung wird, eben hin zu mehr Kraft und eben zu mehr Gerechtigkeit. Das kann ich an der Stelle als Tipp weitergeben. Ja, mein Tipp wäre vielleicht so ein sehr persönlicher, also vielleicht so raus aus der Selbstgeißelungsecke, der Angst, Fehler zu machen, weil alle machen Fehler. Ich habe heute gerade vorhin schon erzählt, erzähle ich jetzt nicht die Geschichte, aber einen Fehler gemacht. Und ich bin
im permanenten Lernfeld. Und ich glaube, so eine positive Offenheit zu sagen, okay, da ist jetzt ein Thema, da könnte ich mit beteiligt sein, okay, ich habe Rassismen reproduziert, ich habe darüber mir noch nie Gedanken gemacht, es ist in Ordnung. Also Selbstgeißel weg und sich hinsetzen und zu sagen, jetzt lerne ich. Und vor allem zu diesem Lernen gehört für mich Zuhören. Das ist etwas, was ich an ganz vielen Stellen erfahre. Es fällt vielen, die konfrontiert werden mit einer rassistischen Situation, sei es ein Wort oder aber auch ein Kontext, den sie nicht verstehen, in ihrer eigenen Meinung festzuharren und dem anderen nicht zuzuhören. Und man lernt aber nichts, wenn man nicht zuhört. Das heißt, in dem Moment, wo ich so eine innere Blockade fühle und so merke, Widerstand, mich kurz mal fragen, warum habe ich gerade den Widerstand, von ihm wegzugehen, von mir selber wegzugehen und zu der anderen Person. Ich hoffe, das ist konkret genug. Für alle Lebensbereiche. Kann man für alles benutzen, aber explizit auch für das Thema. Tui. Ja, ich kann mich da nur anschließen an Ali und Hadija. Zu dem Lernen auch noch verstehen, welche Strukturen es gibt und dann handeln. Also ja, sei es jetzt in dem eigenen Arbeitsumfeld, wie sind da in den Medienredaktionen, im Lehrerkollegium, in dem Unternehmen, wie ist das Team aufgestellt, wie sind da die Strukturen? Sachen ansprechen, Sachen fordern und eben auch nicht nur, ja, wir haben jetzt ein diverses System. Nee, es muss Macht verteilt werden und zwar gerecht verteilt werden. Und dann eben auch nicht nur jetzt im Arbeitsumfeld Sachen ansprechen, sei es jetzt, wenn Rassismus reproduziert wird oder wenn es bestimmte Strukturen gibt, die aufgebrochen gehören, sondern auch in der eigenen Familie oder im Freundinnenkreis. Und ich weiß ganz genau, wie unangenehm und anstrengend und stressig das ist, aber da führt ja auch kein Weg vorbei. Also sich selbst zu reflektieren, wie Hadija, wie du auch gesagt hast, das einzugestehen, zu lernen, aber eben auch anzusprechen, egal ob das die eigenen Familienmitglieder oder die eigene Freundin, der eigene Freund ist. Mhm. Herr Klose, was kann Ihr Ministerium dazu beitragen? Vieles. Soll ich mir selber Tipps geben? Ich nehme ganz viele, natürlich wieder viele Anregungen auf, die da klar adressiert waren. Ich glaube, wir können noch besser werden an der Stelle Teilhabe ermöglichen. Dazu gehört dann aber auch, sie sich zu greifen. Also zugreifen. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, als sie die erste oder auch die zweite Generation hatte. Und da kann ich auch nur sagen, greift zu. Wir warten darauf. Wir brauchen diese Inspiration auch, die davon ausgeht. Und am Ende würde ich immer sagen, provozieren, fordern, also auch die Politik provozieren und fordern, weil also wenn ich darf ja jetzt seit anderthalb Jahren irgendwie ein relativ großes, breites Portfolio führen und sehe einfach, es geht so schnell, dass man von Thema zu Thema hoppt und jetzt was ganz anderes plötzlich total wichtig ist. Und da ist es wichtig, das ganz dicke Brett zu bohren. Das kostet zwar Kraft und das weiß ich auch, aber wenn da nicht dran geblieben wird und auch eingefordert wird, seht uns, hört uns, gebt uns auch die Möglichkeit, wirklich mitzuwirken, dann wird sich halt nichts ändern. So ist es ja bei fast jedem Prozess. Mhm. Deshalb nehme ich sowohl mit, als auch, dass ich es sozusagen nach draußen geben will als Appell, ja, nervt uns auch, uns im Sinne von politische EntscheiderInnen. Das nehmen wir ernst, Herr Klose. Gerne. Ja, vielen herzlichen Dank. Ist doch auch nochmal ein schönes Bild zum Schluss in dicke Bretter bohren. Ich glaube, da bleiben wir auch alle dran. Und ich bedanke mich herzlich fürs Reinklicken. Ich bedanke mich herzlich bei euch. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen. Ja, es war ein voller Diskussionsabend. Ich habe tatsächlich vielleicht nur
zwei oder drei meiner 100 Moderationskarten überhaupt die Fragen stellen können. Wir könnten noch ewig weiter diskutieren, aber nach 2 Stunden ist dann auch irgendwann mal die Birne am Glühen und ich glaube, wir brauchen jetzt alle mal eine kleine Pause. Vielen Dank, Kai Klose, vielen Dank, Hadice Haruna-Oelker, vielen Dank, Tüdien Nürn und vielen Dank, Ali Can. Vielen Dank. Danke schön. Ja, vielen Dank fürs Reinklicken, fürs Mitdiskutieren. Und wir haben ja auch so ein ganz mini kleines Publikum von Menschen, die hier in der Bildungsstätte Anne Frank beschäftigt sind. Vielen Dank auch an die Bildungsstätte Anne Frank, dass wir heute hier unsere Veranstaltung stattfinden lassen durften und dass die sich auch so toll um die Technik gekümmert haben. Schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Tschüss.